Es ist August. Der ein oder andere von euch ist vielleicht gerade im wohlverdienten Sommerurlaub. Während wir das hier aufnehmen, gar kein Ding. Vielleicht hörst du das auch schon nach dem Urlaub dann erst, wie auch immer, oder auf der Hotelliege irgendwo auf den Bahamas. Keine Ahnung. Wir gehen jetzt auf jeden Fall trotzdem, egal wo ihr gerade seid, über Raw und SmackDown. Ich heiße Jonathan, an meiner Seite the one, the only, Edeljobber Björn. Grüß dich. Hey, yo, und ich kann mir natürlich nichts Geileres vorstellen, als am Strand zu liegen und diesen Podcast zu hören und die erotische Stimme des Jobbers zu genießen. Also von daher, hört sich eine Traumkombi an und jeder, der zu Hause sitzt vom PC, ist auch nicht schlecht. Seid gegrüßt, mal Zeit. Wir starten direkt rein mit Raw. Wow, war das aufregend. Raw startete mit Kurt Angle und er war in seiner Heimat. Er hat sich sehr gefreut, wieder am Start gewesen zu sein. Fun Fact, und das wurde auch so gar nicht erwähnt, aber genau vor 21 Jahren am Raw-Tag, also das war der 31.07., da genau vor 21 Jahren hat er sein olympisches Gold gewonnen. Ganz, ganz große große Kasse, genau. Auf jeden Fall geht's ihm super gut, bis Brock Lesnar rauskommt mit Paul Heyman. Heyman beschwert sich nämlich über das letztwöchige Announcement. Ein Fatal 4-Way soll es geben beim SummerSlam. Strowman, Reigns, Joe, die drei bekommen in einem Fatal 4-Way die Möglichkeit auf den Titel. Und das schmeckt Heyman und Lesnar natürlich so gar nicht. Es gibt eine Ankündigung, und zwar fühlen sich Heyman und Lesnar so benachteiligt, dass wenn Brock Lesnar den Titel beim SummerSlam verlieren soll, dass sie automatisch die WWE verlassen. Beide, also Lesnar und Heyman, hauen dann einfach ab. Was hat's denn damit auf sich? Ja, die erste Frage wäre erstmal, was macht denn Heyman eigentlich, wenn nicht Lesnar da ist? Dann ist er ja auch nicht da, ne? Also ist ja jetzt nicht so, dass er sonst irgendwie groß in Erscheinung tritt. Also ist schon klar, dass wenn beide gehen. Ja, erstmal ganz kurz angefangen, Kurt Angle. Da muss man natürlich dort am Anfang rausbringen. Man hat ja auch die Pops gehört. Die Halle war direkt drin und hat sich da zu Recht nochmal feiern lassen für seinen kranken Scheiß, den er da vor 21 Jahren abgezogen hat. Und ja, gerade als er gehen wollte, kam dann halt Brock Lesnar zusammen mit Paul Heyman raus. Ich war erstmal froh, die Musik von Lesnar zu hören, weil das so für mich das Zeichen war, okay, da könnte ja vielleicht auch noch was im Main Event passieren, aber dazu kommen wir ja später noch zu sprechen. Naja, Paul Heyman, Lesnar kam raus und ja, Heyman war nicht damit einverstanden mit dem Fatal 4-Way und sagt, dass Kurt Angle ja alles dafür tun würde, dass Brock Lesnar seinen Gürtel verliert. Und wenn das so kommen sollte, dann wird er die WWE verlassen. Das ist natürlich sehr interessant, das zu sehen, vor allem mit den Gerüchten, die ja letzte Woche aufgekommen sind, bezüglich einer UFC-Rückkehr von Brock Lesnar, dass Lesnar nochmal in den Ring steigen möchte, also in den Octagon steigen möchte. Und dann gibt's da jetzt da auch schon irgendeinen, keine Ahnung, wie der Vogel heißt, der ihn da herausgefordert hat oder was. Und John Lesnar Jones ist das. John Jones, ja, der bekannte John Jones, wer kennt ihn nicht? Wir feiern ihn alle. ja, der hat einen großen Sieg gegen Daniel Cormier am Samstag eingefahren. Ganz, ganz großer Fight. Ja, ja, habe ich gesehen. Da war ja hier Riesenschlacht und so, ne? Blut und. Junge! Achso, okay. Großer UFC-Fan, der Jobber. Ja, ganz, ganz großer UFC-Fan, ja. Nee, also Lesnar dürfte ja theoretischerweise Dezember, Januar so im Raum wieder in den Ring steigen. Ist er aktuell noch gesperrt aufgrund seiner Doping-Sache, die er da am Laufen hatte. Und das hat man jetzt quasi einfach mal aufgeworfen quasi ins Produkt rein. Das finde ich erstmal sehr interessant. Ich mag sowas ja sehr, wenn die Realität und das Produkt so ein bisschen miteinander verschwimmt und die Storylines auch so ein bisschen dann mit der Realität verschwimmen. Und jetzt haben wir halt diese Gerüchte, wo die Internetfans schon am Gerüchten sind, oh, wird die WWE das zulassen? Brock Lesnar hat ja auch Vertragsverhandlungen und die WWE, Vince wird nicht sagen, Brock, du darfst das nicht machen, weil dann wird Vince wird er seinen Vertrag nicht verlängern und so weiter. Jetzt ist die Frage, wo man natürlich damit hin möchte. Es gibt natürlich zwei Varianten. Lesnar verliert seinen Gürtel und wird dann halt Storyline-mäßig natürlich dann erstmal rausgeschrieben und verlässt die WWE zusammen mit Paul und kommt dann vielleicht Richtung Road to WrestleMania wieder und hat zwischenzeitlich halt seinen UFC-Fight. Die Frage ist, ob Vince und die WWE das unbedingt möchte, denn so ein Verletzungsrisiko bei einem fast 40-jährigen UFC-Fighter ist ja auch nicht gerade so gering. Oder ob das halt einfach wirklich alles nur aufgegriffen worden ist, um ja uns Hardcore-Fans noch ein bisschen zu trollen und ja, das Real Life ein bisschen mit reinspielen zu lassen und uns spekulieren zu lassen.
Ich fände eigentlich jede Variante relativ cool. Auch wenn Lesnar verteidigen sollte und dann bei der WWE erstmal bleibt, dann finde ich es das gut, dass man es aufgeworfen hat und so nochmal so ein bisschen Würze damit reingebracht hat. Und sollte er wirklich verlieren und man das Storyline-technisch dann einfach aufgreift, dass er dann halt für das halbe Jahr, wie auch immer, die WWE verlässt, kann man das ja auch machen. So kann man auch wenigstens ein großes Comeback wieder feiern. Der ist ja eh immer 3 Monate nicht da, dann kann man es wenigstens auch als großes Comeback quasi aufbauen. Also ich finde eigentlich beide Varianten ganz gut und kann mich darüber eigentlich nicht beschweren. Das Ding ist ja, dass es auch so fast so ein bisschen als Spoiler vielleicht gelten kann. Brock Lesnar ist ja für September auch angekündigt, soweit ich informiert bin, Ja, Fro. das verstehe ich nicht. Das habe ich auch schon von anderen Leuten gehört, das verstehe ich nicht. Was für ein Spoiler? Ist das jetzt ein Spoiler dafür, dass er auf jeden Fall verteidigen wird, weil er wird die WWE ja nicht verlassen? Das könnte man ja so auslegen. Oder ist es ein Spoiler, dass er auf jeden Fall sein Gürtel verlieren wird, damit er dann den UFC-Kampf beschreiten kann. Da wir ja alle noch nicht wissen, ob es diesen UFC-Fight überhaupt geben wird, wie weit die Verhandlungen da sind und so weiter, finde ich das alles andere als ein Spoiler. Also, ich weiß immer noch nicht, ob er jetzt verteidigt oder gewinnt beim SummerSlam. Also, ich bin auch halt dumm, aber Naja, ja. also er ist ja angekündigt aktuell für den No Mercy Pay-Per-View im September. Das heißt, eigentlich müsste er mit diesem Infostand verteidigen, weil man wirbt ja auch vor allem lokal jetzt für diesen Pay-Per-View mit Brock Lesnar. Und diese Ticketverkäufe, die da dann passieren, die verlassen oder die Leute, die die Tickets kaufen, das findet in Los Angeles statt. Die werden dann auch sagen, okay, ich komme, weil Brock Lesnar angekündigt ist. Das heißt, ich denke, man kann es schon als gewissermaßen Spoiler interpretieren, dass er eben da angekündigt ist und quasi da als Schluss auch den Titel dann verteidigen wird, weil sonst würde er abhauen. Also vielleicht nimmt man ihn auch wieder von der vom Line-up für No Mercy raus, aber dann hätte man halt jetzt bis jetzt Force Advertising betrieben und ich weiß nicht, ob man das so direkt einplanen kann, ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wäre aber auch nicht das allererste Mal, ne? Ist ja die Frage, wie aktuell ist das Thema mit der UFC aufgekommen? Wie lange plant die WWE schon? Also gerade jetzt auch für No Mercy und so weiter. Und wie aktuell ist dieses UFC-Thema aufgekommen? Und vielleicht hat man ja dort auch dementsprechend die Pläne schon wieder längst umgeschmissen. Und ja, wir erfahren dann halt spätestens nach dem SummerSlam, dass Brock Lesnar halt nicht bei No Mercy auftritt. Aber da würde ich noch für alles für möglich halten. Das ist halt, wir haben nicht die Einblicke backstage, wie da die Verhandlungen aussehen, was dort geplant ist. Klar, außer unter den Umständen, dass man sagen kann, man wirbt mit ihm für No Mercy, dann kann man natürlich ganz klar sagen, dann wäre das absolut ein Spoiler, weil dann dürfte er den Titel ja nicht verlieren oder er müsste seinen Worten nicht treu bleiben. Aber ich meine, wir wissen ja, auch wenn ein Rusev ankündigt, dass er nie wiederkommt, wenn er kein Titelmatch bekommt und so, die halten sich ja immer an ihre Worte. Passiert. Passiert halt immer. Kann man auch ganz schnell wieder vergessen haben, dass man ja eigentlich dann gehen wollte oder so. Nee, also ich sehe es erstmal positiv, ich finde es erstmal gut und mal schauen, was sie dann halt daraus machen, ne? Ja, hat natürlich auch wieder so ein bisschen Star Power und Interesse auch zu Raw gebracht, weil Lesnar einfach immer ein Interessemagnet ist und man hätte ihn ja, wenn man ihn schon bei Raw hat, ich meine, da kann man ihn ja auch rein theoretisch einsetzen. Hast du dir gedacht, hab ich mir gedacht. Im Triple Threat Match später war er aber nicht zu sehen. Braun Strowman, Roman Reigns und Samoa Joe, die drei Gegner vom lieben Herrn Lesnar beim SummerSlam, die traten hier gegeneinander an. Man hat da ein sehr, sehr schönes Triple Threat Match auf die Beine stellen können. Die drei absoluten Main Eventer von Raw aktuell neben Lesnar natürlich. Und das sind alles in meinen Augen zukünftige Topstars. Große Stars, das hat man hier gesehen. Aber Auch wenn von das dem doch alles Main-Eventer sind, warum waren die denn nicht im Main-Event? Dazu kommen wir gleich noch, wenn wir über die beiden Seven-Footer reden. Aber zu dem Match hier, die Stufen wurden eingesetzt, es gab einen großen Spear von Roman Reigns und er pinnt Samoa Joe. Bei Samoa Joe habe ich allgemein den Eindruck, dass er in dieser Konstellation ist, um den Pin auch einzustecken am Ende. Weiß ich aber nicht, war auf jeden Fall ein durchaus sehenswertes Match, würde ich mal behaupten. Brock Lesnar hat sich aber hier nicht nochmal blicken lassen. Ja, eigentlich schon erstaunlich. Also erstmal erstaunlich, dass es nicht der Main Event war. Darauf kommen wir ja gleich nochmal zu sprechen. Allerdings muss ich jetzt ganz kurz jetzt hier ansprechen. Hallo, das Match wurde eine Woche lang beworben. Wir haben hier die drei Topstars, wenn man Lesnar natürlich jetzt abzieht, des aktuellen Rosters, die gegeneinander antreten. Ein Big Match, wo man zeigt, es ist nicht ein Main Event, obwohl man eine Woche lang dafür wirbt.
und sorgt dann quasi dafür, dass die Leute dann nach 2 Stunden abschalten, weil sie alles gesehen haben, was sie sehen wollten. Werde ich nicht nachvollziehen können, vor allem wenn man dann sieht, was man dann im Main Event präsentiert bekommen hat. Ich habe ja gedacht, okay, wenn das jetzt schon hier Stunde quasi Ende Stunde 2 ist, dann wird der Main Event dann richtig krass werden. Ich bin da mal gespannt, was da passiert. Aber dazu kommen wir ja dann gleich noch zu sprechen. Ja, erstmal das Match hier, knappe 15 Minuten. Also da kann sich keiner beschweren. Das war einfach richtig gute Wrestling-Unterhaltung. Das war, also wenn ich einen Braun Strowman sehe, ich bin immer mehr verliebt in den. Ne? Also ohne Mist, was der. Ja, der hat ja doch einfach, klar, man kann natürlich sagen, der ist Ja, natürlich auch ein bisschen richtige beschränkt. Muckis. Ja, der ist auch ein bisschen beschränkt und so weiter halt, was natürlich sein Move-Repertoire angeht und sowas halt. Aber die Sachen, die er ausführt, ich möchte auch nicht der Gegner sein von Braun Strowman, wenn ich ehrlich bin, aber der haut da ja auch teilweise Sachen raus und schmeißt seine Leute da durch die Gegend und das auch teilweise sehr unsanft und aber ich meine, mir gefällt dieser Stil, ich kann mich da echt nicht beklagen und Braun Strowman ist für mich aktuell immer das Highlight von Monday Night War. Auch die Promo, die ja davor, ja, die ja Backstage aufgenommen worden ist, weil er halt live nicht so gut kann. Aber hier hat er wahrscheinlich seine 20 Versuche gebraucht, aber die war gut. Ich muss sagen, das kam richtig gut rüber, das hat mir richtig gut gefallen. Das Match hat mir hier richtig gut gefallen. Ja, am Ende gewinnt Roman Reigns. Auch das hat mir richtig gut gefallen, weil das lege ich als Spoiler dafür aus, dass es nicht Roman Reigns sein wird, der beim SummerSlam gewinnt. Denn dann hätte er dieses Match ja nicht wahrscheinlich gewonnen. Von daher fand ich das auch ganz okay, kann damit auch mit dem Sieger in Anführungszeichen ganz gut leben und ja, bin jetzt noch ein bisschen mehr gehypt auf den SummerSlam, denn die haben alle drei noch nicht alles gezeigt. Dann kommt natürlich die Komponente Brock Lesnar noch dazu. Und die haben sich bisher auch noch einiges aufgespart und das ist eigentlich auch mit einer der einzigsten Highlights, auf die ich mich beim SummerSlam so richtig freue. Ja, aktuell für mich auch so das eine große Match, worauf hingefiebert werden kann. Ich würde das jetzt nicht als Spoiler auslegen, dass man Reigns nicht gewinnen lässt, weil, also wenn man aus der normalen Logik von WWE raus diesen Schluss ziehen möchte, dann vielleicht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es noch gar nicht so safe ist, was denn beim SummerSlam überhaupt passiert. Und deshalb die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, auf den SummerSlam eigentlich keine großen Auswirkungen haben. Denn bleibt Lesnar bei WWE, will er in den UFC-Ring, er will oder in den Octagon, ins Octagon steigen, er will auf jeden Fall, aber wird das passieren? Und das sind ja alles so Einflussfaktoren. Ich glaube nicht, dass das hier als Spoiler zu interpretieren sind, ist. Aber du hast mir halt absolut aus der Seele gesprochen. Sagt man das aus der Seele gesprochen? Ich habe gerade Ja, ich glaube schon. Sprachprobleme. Ich glaube schon. Ja? Du hast absolut meine Meinung hier delivered, was Braun Strowman angeht. Dieser Mensch, wow, also dafür, dass der so gehatet wurde, Ich auch. Ich habe ihn auch gehatet. ich war ja, also ich muss aber sagen, ich war immer so ein bisschen zurückhaltend, was das angeht, und habe gesagt, ja, wartet erstmal, der ist in der Rolle eigentlich top. Aber ich dachte auch nicht, dass der sich im Ring so gut macht. Also das ist ja wirklich beeindruckend. Und da siehst du halt auch, dass es vielleicht ab und zu gar nicht so schlecht ist, erstmal auf Charisma zu setzen oder auf diesen äußerlichen Wert, den ja im Braun Strowman auf jeden Fall hat, das ist ja absolut einzigartig. Und auch sein Innenringstil ist durch seine Kraft, der ist ja wahrscheinlich der stärkste Star im Roster, würde ich jetzt mal behaupten, so neben einem Brock Lesnar oder so. Aber das lässt sich halt schwer vergleichen. Aber im Braun Strowman, was der für einen Innenringstil hat, das kriegst du halt auch so von niemandem sonst, nicht mal von Brock Lesnar. Der könnte sicherlich die Leute auch so durch die Gegend schmeißen, aber der macht's halt niemals auf so einer regulären Basis oder regelmäßigen Basis wie ein Strowman. Und das ist halt einfach absolut glaubwürdig, was der da abliefert. Grandios. Und zu meinem Punkt zurück, vielleicht ist das auch der Grund, warum man mal erstmal auf den äußerlichen Wert oder vielleicht auf sowas, was einen rausstechen lässt, setzen sollte und dann dieses Handwerkszeug, was man ja durchaus lernen kann. Und wenn man bei WWE ist, das, was im Ring passiert, das ist ja auch Handwerkszeug im Endeffekt, was man sich so aneignen kann. So ein Körper aber auch von einem Braun Strowman, den kann man sich sicherlich auch aneignen. Aber dazu brauchst du keine 2 Jahre, wie ein Strowman jetzt sein Ringtalent auch ausgelebt hat. Und wenn man dann im Performance Center ist, grandiose Trainer hat, da kannst du trotzdem geiler Wrestler werden, obwohl du null Erfahrung hast oder wenig Erfahrung hast. Der ist als Strongman da von Mark Henry in einem Gym entdeckt worden und ist zur WWE gekommen wegen seinem Körper, seines Körperbaus, und alles Weitere kam halt dann dazu. Und das ist, ja? Ich kann wirklich absolut nur recht geben. Wie gesagt, Charisma kann man nicht lernen. Oder sehr, sehr schwer. Also eine Ausstrahlung zu besitzen halt. Egal, ob es Körperbau ist, aber nur ein toller Körperbau hilft ja nichts, wenn du trotzdem da stehst wie ein Great Khali, wie so eine, ne? Weißt du, was ich meine, weißt du? Wie so ein,
Urmensch, weißt du so. Dann hebt ja auch, dann hebt ja auch der Mann! Körper nicht, weißt du Der so. arme Kali. Na, Aber der ist aber auch groß, der hat halt Charisma, auch diesen Appeal. richtiges Charisma kannst du halt nicht lernen. Während hat, wie gesagt, das Grundhandwerk Wrestling, zumindest von jedem, der nicht komplett Bewegungslegastheniker ist, so wie ich, irgendwie zumindest grundlegend erlernbar ist. Und man sieht Braun Strowman, was der für Schritte die letzten 2 Jahre gemacht hat. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Das ist, man muss sich einfach nochmal die ersten Auftritte angucken, als er mit der Wyatt Family rauskam und seine ersten Aktionen ausgeführt hat, da seinen Bearhug oder was auch immer halt, das alles mehr konnte er ja nicht. Und ja, es ist halt auch einfach überzeugend, was er darstellt. Und dementsprechend gebe ich dir da vollkommen recht. Manchmal sollte man vielleicht, wenn man so eine Charisma-Bombe hat, ihnen dann auch dementsprechend die Zeit geben. Und ich meine, die WWE hat die besten Trainer der Welt. Wenn man es da nicht lernt, wo dann? Richtig. Ich glaube, die könnten sogar aus dir einen soliden Wrestler machen. Das glaube ich jetzt nun wirklich nicht. Also, die haben zwar die besten Trainer der Welt, aber die haben keine Götter. Okay. Gehen wir zum Tag-Team-Geschehen. Das Main-Event-Geschehen haben wir sehr ausführlich jetzt besprochen. Die Hardy Boys traten gegen Gallows und Anderson an diese Woche. Letzte Woche gab es ja Gerüchte, turnen Gallerson jetzt. Da gab es ja Wer? einen, der auch Gallows. bei uns kommentiert hat, so von wegen, ja, was ist denn los? Gallows und Anderson, habt ihr das nicht erkannt, dass die so Face-Moves gezeigt haben? Die turnen auf jeden Fall Face. Das glaube ich vor allem nach der Woche auch nicht mehr. Also, die Hardys haben ja klar gewonnen. Und ich denke, man stellt auch Gallows und Anderson nicht gegen die Hardys, wenn man sie zu Faces machen will. Ich weiß nicht, die Revival-Jungs auf der anderen Seite, die saßen am Kommentatorentisch. Die Hardys haben sich dann noch mit denen geprügelt. Gallows und Anderson kommen noch dazu. Gutes Showing für die Hardys. Was mir halt aufgefallen ist, Revival waren am Kommentatorenpult auch sehr höflich. Also die waren jetzt nicht so in die Heel-Richtung, was es das angeht, was sie da geredet haben. Also man hält sich da vielleicht den Face-Turn offen. Man braucht auf jeden Fall neue Face-Teams bei Raw. An dem Punkt waren wir letzte Woche auch schon. Bin ich mal gespannt, wie man das nutzt. Was hast du zu dem Tag-Team-Geschehen aktuell? Jetzt bin ich gerade überlegen, wie ich anfangen soll. Also erstmal Luke Gallows und Karl Anderson face zu turnen, mit ohne eine dritte Person, ich sag jetzt mal à la Finn Balor, der den Balor Club da eröffnet oder irgendwas halt so und die mitzieht, niemals funktionieren. Kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Klar, wenn der von irgendjemand Großen wie ein Finn Balor natürlich mitgezogen wird in einem Stable, kann natürlich aus jedem Heel ein Face werden, ja. Aber sonst glaube ich das ehrlich gesagt nicht. Und naja, wenn man die Aktion ist diese Woche vor allem dann auch nach dem Match dann halt nochmal gesehen hat, dann sind wir uns da wahrscheinlich ziemlich einig, dass das nicht der Fall sein wird. Und die Frage, was ich mich eher stelle, glaubst du, dass wir einen von diesen drei Tag Teams, die wir da gesehen haben, beim SummerSlam überhaupt zu sehen bekommen? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben Weil ja. man sich überlegt, ich meine, vermutlich der Titelspot ist ja anders vergeben. Ich meine, das kann man ja wahrscheinlich sagen. Vermutlich werden wir ja da Dean Ambrose, Seth Rollins gegen Sheamus und Cesaro bekommen. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wo da auf dem Midcard noch ein Tag-Team-Match offen sein soll, auch wenn es ein Three-Way ist oder so. Also. Also ein zusätzliches Tag-Team-Match fände ich auch richtig, richtig schwierig. Aber was man hier halt macht. Man versucht die Division ein bisschen wieder aufzubauen, weil die Division ist ja gerade etwas schwach. Jetzt auch mit dem neuen Tag-Team Rollins und Ambrose. Und ich denke, die werden halt jetzt in den Wochenshows immer mal wieder auftreten, aber nicht beim Pay-Per-View. Also ich glaube, der SummerSlam, das wird die Night Off für die drei Tag-Teams hier außerhalb des Titelgeschehens. Echt? Okay. Da bin ich ja gespannt. Also die Tag Team Gürtel nicht beim SummerSlam auf der Card. Nee, anders. Also die drei Tag-Teams, die hier involviert Ach so, waren. die sind nicht auf dem SummerSlam Card. Okay. Ich habe gerade verstanden, dass Seth Rollins, Dean Ambrose und Cesaro und Sheamus nicht auf der Card werden. Das hätte mich ja noch sehr stark gewundert. Nee, die kommen da schon drauf, hoffe ich. Kickoff Nee. Show. Gebe ich dir natürlich recht, ja. Aber ansonsten, ja, war das natürlich Standardprozedere, ne? Man formt da ein bisschen noch die Charaktere und naja. Die Heels sahen halt nicht so toll aus, wenn man halt mit 4 Mann es nicht schafft, 2 alte Hardy-Leute kaputt zu machen. Naja. Passiert. Matt Hardy hat auch hier wieder so ein bisschen seine Broken Sachen einfließen lassen. Mal sehen, ob das irgendwo noch Er hat wohin das doch, führt. er hat das Backstage doch anders genannt. Das hieß dann nicht Broken, das war doch eher meine Aussprache dann, oder? Kannst du es nochmal. Cleverer Plan von der WWE, muss ich sagen. Also bei mir abzuschauen halt quasi, das ist nicht schlecht. Also Wie Kompliment. sprichst du denn Broken aus?
Ich weiß nicht, wie es die WWE jetzt gemacht hat. Sorry, jetzt habe ich gerade nicht auf dem Plan. Wie haben die gesagt? Bogen oder so? Bogen? Keine Ahnung. Ganz komisch auf jeden Fall. Bewoken. Woken. Bewoken. Ich Hat auf jeden weiß Fall nicht. cleverer Schachzug von der WWE. Allerdings würde ich mich schon freuen, wenn ich dafür meinen Shoutout bekommen würde. Es wäre so feierbar. So ein Banner unten eingeblendet. Twitch.tv/der-Edeljobber. Inspiriert, ja, inspiriert durch. Okay, wir waren gerade im Tag Team geschehen. Dean Ambrose und Seth Rollins, die waren backstage. Dean sagt zu Rollins, er würde ihm nie vertrauen, auch wenn das letzte Woche ganz gut geklappt hat. Rollins deswegen diese Woche in einem Singles Match gegen einen der Tag Champs. Sheamus war sein Gegner und Rollins holt hier tatsächlich den Sieg nach einem Einroller-Pin. Das gefällt den Tag Team Champions so gar nicht. Cesaro und Sheamus verprügeln Rollins. Ambrose will den Safe machen, kriegt aber auch aufs Maul. Es gibt den Neutralizer und die Tag Team Champs stehen oben, nachdem sie 2 Wochen Pause jetzt hatten. Oder, ja doch, 2 Wochen waren's. Haben sie jetzt hier wieder gezeigt, yo, wir sind die Bosse und wir sind the Bar. Das war doch durchaus so machbar, war eben ein Element im Aufbau, würde ich sagen. Ja, das war ein perfekter, solider Moment im Aufbau. Ich meine, erstmal hatten wir das Backstage-Moment, als Dean Ambrose das Interview hatte mit seiner gewährten Frau, wo ich immer sehr schmunzeln muss, weil die ja immer quasi fast dann kaputt lachen ist. Ich glaube, die kann sich da selber nicht zurückhalten. Findet den halt auch so toll. Ja, sie himmelt ihn auch so richtig an. Also man sieht die Liebe quasi bei dem Interview. Ja. Na, das Ding ist halt, also ich finde auch, das ist aber, also die sind ja auch schon sehr viel länger zusammen, als das noch nicht so publik war, ne, dass Renee Young Dean Ambrose dated, das ist ja jetzt auch mit Total Divas aufgegriffen worden und sowas und in den Talkshows. Das wurde ja auch von The Miz und sowas schon auch schon aufgenommen und so. Genau, also als das noch nicht so publik war, da hat ja auch Renee Young immer Dean Ambrose noch zu Shield-Zeiten interviewt und da hat man dann Richtung Ende von The Shield hat man dann schon gemerkt, ja, also man sieht ihr schon an, sie hat was für ihn übrig, weil diese Blicke, die nimmst du ja wahr. Also du merkst es ja trotzdem, wenn sich da 2 Menschen näher kommen, beziehungsweise näher gekommen sind. Ja, ich finde es aber sehr interessant, weil aktuell greift man es ja dann nicht mehr auf. Also ich bin irgendwie der Meinung, wenn man es halt schon so öffentlich macht, dass die beiden ja auch ein Paar sind, das hat man ja auch von The Mist und sowas damals ansprechen lassen, dann kann man das ja auch locker bei so einem Interview auch rüberbringen. Allerdings versucht man es ja doch immer doch darzustellen, ob hier die ganz normale Interviewung gerade den Superstar interviewt und dann sieht das auch mal sehr, sehr lustig aus, wenn sie ihn so anhimmelt. Ja, auf jeden Fall hatten wir das Segment halt, dieses Interview-Segment, wo dann auch Rollins dazu kam und dann auch später die beiden Tag-Team-Champions, die ja dann gesagt haben, ey, guckt euch mal uns beiden an, wir haben es ja auch hier monatelang auf die Fresse gehauen und jetzt sind wir die besten Freunde, nehmt euch ein Beispiel nach dem Motto. Und ja, die Story greift man halt weiter auf und ja, am Ende kam er dann auch Dean raus, um Seth Rollins nochmal zu helfen, auch wenn es nicht geklappt hat. Und die beiden werden sich weiter annähern und dann werden wir wahrscheinlich diesen Moment beim SummerSlam erleben, wenn sie dann vielleicht sogar die Gürtel gewinnen, dass sich dann in den Armen liegen und die Shield Fistbump raushauen und Roman Reigns hoffentlich links liegen lassen. Möglich, möglich. Wann sehen wir die Shield Reunion? Kann man nämlich vorstellen, dass komplett, die... Komplett, also mit Roman Reigns. Mit Roman Reigns. Mit den Double W, frühestens hoffe ich mal in 1-2 Jahren, brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wenn man das jetzt erstmal nur mit den beiden erstmal auch durchzieht und sowas halt, finde ich das gar nicht so verkehrt. Ich glaube ja, dass die so in 20 Jahren ihre Hall of Fame-Rede halten und wir das dann reviewen und die dann als Shield-Brüder da oben stehen. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Also spätestens bei der Hall of Fame wird es die Shield-Reunion geben, aber wahrscheinlich deutlich früher. Mal sehen. Aber ob ich noch mit 54 hier sitze, das habe ich meine Zweifel dran. Naja, da muss halt dann die Gage auch stimmen, denke ich. Aber ich denke, du jobbst auch mit 50 noch. Also ich hoffe, dass ich in 20 Jahren einfach in zu diesem Zeitpunkt einfach in der Hall of Fame deines Podcasts bin. Das ist aber echt eine Idee. Also ich denke, wenn man das, wenn wir das, wir machen das jetzt schon, beziehungsweise hier auf dem Kanal gibt es ja schon Reviews seit Ende 2014. Wenn man das jetzt noch irgendwie mehrere Jahre weiterführt, da kann man, denke ich, schon so eine Hall of Fame dann auch aufmachen mit den Mittalkern. Da kommen dann Simon rein, da kommt dann die Yassi rein, die wahrscheinlich auch niemand mehr kennt, beziehungsweise nur noch ganz, ganz wenige. Oder ich fand die auch ganz, ganz schlimm. Bitte? Aber das darf ich ja nicht sagen. Also sorry. Du fandest die ganz, ganz schlimm? Ja, das habe ich ja auch damals schon immer gesagt. Ich finde
Frauen aus Frauenquote mit reinzunehmen, obwohl sie keine Ahnung vom Wrestling haben. Nein, Ist immer bei. du verwechselst sie. Das war Nein! Michelle Ambrose. Was? Ich weiß, also ich weiß, weil es hier Mädel gehabt hat, hat er kein Plan gehabt. Und das hat mich Ja, das war irritiert. meine NXT-Review. Das ist ja diese Frauenquote, wo ich mir dachte, so, oh mein Gott, ey, das ist halt so. Hauptsache eine Frau dabei, weil sie klickzahlenmäßig, weil es ist so, auch wenn die keine Das Ahnung von habe ich auch Tuten hast. null so vermarktet, wirklich. Das war niemals wegen den Klicks. Die hat mich angebettet, ja, kann ich bitte mal Ach dabei sein? komm, Und dann es hatte ich haben, zu es der. waren dicke Brüste drauf, erzähl doch keiner. Junge! Nein, die Yassi hatte auf Rot jeden Fall markiert, Plan. eingekreist. Die Yassi war stark, die hatte rote Haare, hat sie vielleicht immer noch, ich weiß es nicht. Ach so, wenn die rote Haare, dann mag ich Yassi. Siehste. Also ich habe noch sporadisch Kontakt mit ihr. Ich weiß gerade nicht, ob die Haare noch rot sind. Das kann ich euch leider nicht mehr sagen. Aber ich weiß gar nicht, ob sich irgendjemand der Hörer noch an sie erinnert. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr euch an Yassi erinnert. Ansonsten, also vielleicht gibt es diese Podcast Hall of Fame eines Tages mal. Das wäre ja ganz spannend, Jobber. Und dann wärst du natürlich auch da drinnen. Ganz klar. Halb, Da wäre dann auch ein das freut mich. Valandi Zanti drinnen oder so. Alle. Auch mal so ein Bruns. Kommt der Ein da auch rein als Bruns? Legende? Ich habe ja echt Angst, dass der auch in ein paar Jahren wirklich auch und nicht mehr mit uns redet, weil er halt irgendwie eingewiesen wurde. Weil der guckt ja WWE bzw. Wrestling schon so ewig. Ich glaube, der dreht bald richtig durch. Der ist ja schon kurz davor. Aber ein Chrissy, den müssen wir dann halt trotzdem auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise kommt der natürlich da hoffentlich auch rein, ja. Naja, vor allem, ich sag mal so, ich meine, wir machen das ja noch irgendwie auf irgendeine Weise fast freiwillig hier, ja. Während das für ihn ja wirklich ein Job ist und dann stelle ich mir doch sehr hart vor, die letzten Jahre. Ja, gut, er lebt von Wrestling-Journalismus. Das ist eigentlich auch geil. Wenn man so Power Wrestling-Chefredakteur ist, kann man. Ja, aber ist trotzdem nicht so easy. Aber gut. Wobei ich das auch machen würde. Also würde ich dafür Geld bekommen, dass ich hier alle WWE-Shows gucke, dann und davon leben könnte. Ich glaube, das würde ich dann auch machen. Ein paar Artikel dazu schreiben. Kann man sich schon mal gönnen. Aber gut. Können die Cruiserweights eigentlich von ihrem Gehalt leben bei WWE? Die sind ja so unterbezahlt. Also ich vermute mal schon, doch. Also so unterbezahlt sind sie ja nicht. Ich glaube so, dass sie gerade über die Runden kommen, das sollte schon noch klappen. Cedric Verhungern Alexander muss von denen, glaube ich, keiner. und Auch wenn der Rick ein oder andere so aussieht. Also. Swan und Tozawa waren in einem. Was heißt denn, dass einer oder dass der eine oder andere so aussieht? Die sind ja alle so unterernährt und so, weißt du? Ja, ich glaube, das ist Absicht. Das ist Ästhetik. Daivari, TJP und Tony Nese, die waren im anderen Team. Es gab hier in diesem Six Cruiserweight Tag Team Match einige Spots, die es genauso auch bei 205 Live gab. Zum Beispiel diesen Synchron-Dive von Alexander und Rich Swann. Tozawa Woher holt den. weißt du das? Hast du das gesehen? Ja, gab wohl so ein GIF auf Twitter, was ich gesehen habe. Das war von 205 Live und das war genau dieser Dive, der so ein Spot, der auch so gut angekommen ist, dass man den hier nochmal bei Raw gebracht hat. Jetzt habe ich schon gedacht, du hättest dich gerade verraten, dass du WWE so geil findest, dass du sogar 205 guckst. Soweit ist es noch nicht. Tozawa holt den Siegespin. Immer noch ein bisschen an der Schulter verletzt, der gute Akira. The Power of Tozawa, der hier schlägt wieder durch und man hat wirklich mit Tozawa, also das erschließt sich ja über die letzten Monate, man hat mit dem so einen konstanten Plan, dass man den wirklich nach oben pusht, ne? Also der hat ja jetzt konstanter Kannst du mit denen seine irgendwas Einsätze. anfangen? Kannst du mit denen irgendwas anfangen? Siehst du irgendwas in denen? Siehst du irgendwas in denen, wo ich sagen würde, okay, der könnte vielleicht mal irgendwann mal ein Level von Neville erreichen oder irgendwas halt so, jetzt auch vom Standing her, beim Publikum und so weiter. Ey, das ist doch. Der ist ja sowas von ersetzbar. Sei mir nicht böse. Der Titus Point finde ich richtig cool, aber Tozawa ist cool im Ring und so halt, aber ich meine, ich kann mit denen überhaupt nichts anfangen. The Genauso mit Power! Daivari und so. Genauso mit Daivari und sowas halt. Ich kann mit denen überhaupt, das ist halt so. Er setzt den allen noch eine Lucha-Maske auf und dann sind sie für mich alle die gleichen. Jetzt lass erstmal Masken. Und Tozawa ist halt Asiate. Also Japan und so. Die WWE pusht da ja auf neue Märkte. Und ich glaube, Akira, der soll da auch mal eine große Identifikationsfigur werden für die ganzen Japaner. Chinesen und alle, die so ähnlich aussehen. Ja, da hatten wir aber schon mal sympathischere Japaner gehabt. Ja, wer denn? Ist ein Nakamura sympathischer, von dem ist ja auch kein großer Fan. Scheint irgendwie, ich bin kein großer Asien-Fan, ne? Wobei, also, Frauen mag ich eigentlich. Also. Ja. Wobei Asuka jetzt auch wieder nicht. Also irgendwie, also asiatische Wrestler sind nicht mein Lieblingsfall, muss ich sagen. Dir kann Nee. man es einfach nicht recht machen. Wobei ich ganz klar sagen muss, dass ein Nakamura das absolute Charisma-Wunder ist, ja?
und dadurch wenigstens etwas hat, ja, während Tozawa halt wirklich einfach gar nichts hat. Also für mich zumindest. Also die Akira-Fans können ja mal unten in die Kommentare schreiben, warum man den Mann so toll finden soll. Of Tozawa. Das ist auch. Was macht es eigentlich mal für komische Geräusche eigentlich da? Das ist ja auch immer ganz, ganz Hä, merkwürdig. das ist Und von Titus. was noch viel, viel schlimmer ist, dass auch das mittlerweile das Publikum, also zumindest diesmal kein Matua pfeift relativ gut beim Publikum an, und das selbst Tozawa hat den einen oder anderen Pop bekommen, und das hat mich dann doch sehr stark gewundert. Wobei, ich sag, Titus Brand finde ich auch ganz cool. Also es gefällt mir ganz gut, was Titus für einen Job macht. Wie heißt der? Der macht Titus O'Neil. Ah, sehr gut. Der macht einen sehr, sehr ordentlichen Job dort. Gefällt mir Okay. gut. Red erzählt nur über Tour 5. So lange geht die Show gar nicht. Mach weiter. Das wäre auch gerade gedacht, wieso gehen wir die ganze Zeit über diese Cruiserweights? Lass mal über Neville, nee. Wie heißt er? The Miz und Jason Jordan sprechen. The Miz und sein Miz-TV-Segment bei Raw. Er war mit der Miztourage am Start und Jason Jordan kam raus mit einem, wie ich fand, doch relativ coolem neuen Theme-Song. Also, ich fand den relativ nice. Hat so ein bisschen auch an Angle natürlich erinnert. The Miz war beeindruckt von Jordan, sagt er ihm. Er will ihn in seine Miztourage aufnehmen und er will ihn nach oben pushen. Hat da auch wirklich ein paar Lines rausgehauen, wo ich mir dachte, wow, also da hat er schon recht und wow, das ist auch wieder eine super starke Promo von The Miz gewesen, beziehungsweise hat er da am Mic wie immer delivered. Jason Jordan will aber gar nicht mit The Miz gemeinsame Sache machen. Miz provoziert ihn ein bisschen, greift seinen Vater an. Jordan haut einen Belly-to-Belly-Suplex raus, wirft The Miz in seine Miztourage und das quasi der Beschluss des Segments. Wie fandest du dieses Segment und speziell die Mic-Skills von Jason Jordan? Ich fand ja, man hat schon gemerkt, dass er krass nervös war. Ja, man merkt halt, dass er das halt bis jetzt noch nicht jeden Tag gemacht hat und nicht jeden Tag diesen Spotlight genossen hat. Aber ansonsten fand ich dass das nicht, also er hat es nicht schlecht gemacht, sagen wir es einfach mal so. Auch als das Publikum ihn ja leicht ausgebuht hat, hat er darauf relativ gut reagiert und so. Alles fand ich schon in Ordnung. Allerdings kann ich trotzdem, wenn ich sehe das Bild gerade nochmal hier, wie sie da alle im Ring sitzen und Jason Jordan da sitzt, ich finde, den kann ich halt auch relativ wenig abgewinnen und sehe halt immer noch nicht das, was die WWE in ihn sieht, denn er bekommt jetzt mit Sicherheit diesen dicken, dicken Push. Und ich bin mal wirklich gespannt, was daraus wird. Ich fand einfach am amüsantesten, am lustigsten diese Woche fand ich dieses Bild, was aufgetaucht ist, war auf Instagram von Jason Jordan, als das Bild mit seinem Vater und also der Frau von Kurt Angle und den drei Kindern gepostet hat und das als Familienbild gepostet hat. Fand ich dann doch sehr sympathisch. Da habe ich nur gedacht, oh, Kayfabe lebt wieder oder was? So, die müssen es da auch vor dem Bild kaputt gelacht haben, oder? Als sie das Bild geschossen haben. Aber egal, war gut. Das Positivste an diesem Moment, ich meine, Mist können wir ja jede Woche hier loben und so weiter. Brauche ich es nicht mehr. Ihr wisst, Mist ist einfach Promo-Gott, der kann es. Hat es auch hier wieder super abgeliefert und die eine oder andere sehr, sehr nette Spitze rausgehauen. Das Positivste diese Woche fand ich halt einfach, dass man halt Bo Dallas wieder umdesignt hat. Nachdem er ja, weiß nicht, vor 2 Wochen als dieser 70er-Hippie rauskam. Kann man jetzt ja eher irgendwie als 80er Jahre Mafiosi, keine Ahnung was. Gefällt mir auf jeden Fall besser mit seiner Brille und so. Er Also, sah sehr kriminell aus. ja, es sah auf jeden Fall besser aus als das, was er da vor 2 Wochen an hatte oder was. Das war ja ganz, ganz grausam. Und naja, da sind sie halt noch am Entwickeln und wollen wir mal schauen, was daraus wird. Ne? Jetzt werden wir wahrscheinlich erstmal Jason Jordan gegen The Miz so langsam aufgebaut bekommen, was ja auch nicht schlecht sein muss. Ist auch eine Fehde, die auf jeden Fall sehr vorteilhaft sein kann, weil wenn man sich The Miz anschaut, der Typ ist ja einfach so großartig in seiner Rolle. Der bringt Leute am laufenden Band over. Man muss es einfach so sagen. Die Fäden mit dem sind einfach immer voller, also was heißt Relevanz? Ich würde schon sagen, dass The Miz auf jeden Fall da Relevanz reinbringt und auch mit der IC-Champion-Titel, der profitiert ja krass von ihm. Es ist halt einfach so eine Sache, er zieht überall Heat und er schafft das auch, einfach diese negativen Man könnte ja. Reaktionen zu provozieren durch seine Leistung und das ist halt, als Heel heutzutage gar nicht mehr so leicht. Und deswegen ist halt auch Jason Jordan jetzt in dieser Fehde mit ihm gut aufgehoben, weil das perfekt ist, um Jason Jordan overzubringen mit dieser typischen Miss-Dynamik. Mit Jason Jordan hat man halt was vor, deswegen nimmt man sich hier Miss als Gegner und ich kann mir schon vorstellen, dass der gute Jason dann nicht nur Kurt Angles Sohn neuerdings, sondern auch Intercontinental Champion ist.
Ich meine, prinzipiell macht Miss ja eigentlich immer das Gleiche und man könnte sagen, oh, das ist doch boring, das ist doch langweilig. Aber wenn man immer das Gleiche mit neuen Inhalt füllt, und das macht Miss ja, Miss rappelt nicht jede Woche die gleiche Promo runter. Und auch wenn Miss TV natürlich vom Grundaufbau immer das Gleiche ist, der Gast kommt, es wird sich ein bisschen gezofft und dann gibt es auf die Fresse, ja. Das ist ja quasi immer das Gleiche, aber es ist immer mit anderen und sehr amüsanten Inhalt gefüllt und auch mit Inhalt, der nicht kompletter Blödsinn ist, sondern der auch manchmal so die eine oder andere sehr nette Spitze drin hat, die auch, die man auch echt so verteilen kann. Und das ist halt der Riesenunterschied zum Beispiel zu einem Bray Wyatt, wo wir gleich noch zukommen, der auch super Promos hält, aber halt jede Woche den gleichen Schwachsinn erzählt und deswegen ist keiner mehr dazuhört. Und Mist hat das absolute Gegenteil und ja, mit Mist zu fäden, gerade als mehr oder weniger Neuling, um aufgebaut zu werden, kann eigentlich Jason Jordan nichts Besseres passieren. Jason Jordan nennt auch Kurt Angle nie Dad oder Vater, sondern immer Kurt. Das macht für mich auch nicht so den Anschein nach Familie. Richtig traurig. Er war ja auch lange nicht da, ne? Das muss er sich erstmal dran gewöhnen. Stell dir mal vor, du hast Also guck mal, einen wenn Jason Sohn. Jordan dann das allererste Mal World Champion wird und Kurt rauskommt und dann Jason sagt, Dad, I love you! Oh, das ist doch eine traumhafte Szene, oder? Da hätte ich tatsächlich auch Tränen in den Augen, aber stell dir mal vor, du hättest einen Sohn, der dann sagt, Björn. Björn! Björn. Oder Edeljobber, noch besser. Also, ich nenne meinen Vater auch Papa, Dad, wie auch immer, und nicht Werner. Also. Okay, naja, gut. Oder wenn das ganz schlimm wäre, Hans Werner. Ja, mein Vater ist wirklich Hans Werner. nee, ja, aber ich meine, waren ja lange getrennt, das darfst du nicht vergessen. Die Nähe muss sich doch erstmal aufbauen. Okay, na gut. Na gut, wo sich auch sehr viel Nähe aufgebaut hat, das war zwischen Bray Wyatt und Finn Balor. Bray Wyatt hat eine Promo gehalten. Kein Mensch kann der Dunkelheit entkommen, hat er da die ganze Zeit rumgeschwafelt. Finn Balor wird natürlich erwähnt, der kommt dann auch raus, haut einen Pele-Kick gegen Wyatt raus. Ist quasi eine Mind Games-Storyline. Man baut auf diese Mysteriosität, ist das ein Wort? Keine Ahnung, von diesen beiden Charakteren auf. Aber, Bray Wyatt, wie du es schon vorhin gesagt hast, der hat halt mal wieder das Gleiche gesagt. Ich habe dieses Mal wirklich sehr drauf geachtet, was er gesagt hat. Ausnahmsweise, weil ich mir gedacht habe, ich achte schon so lange nicht mehr drauf, jetzt achtest du mal wieder drauf. Aber ja, hat sich wohl nicht mehr so krass gelohnt. Beim Jobber klingelt's gerade. Geh mal ruhig hin. Björnste, du bist zurück! Wie Hi, fandst du denn das hi. alles um Bray Wyatt und Finn Bálor? Ja, das Gleiche haben wir halt schon 20 Mal gesehen mit austauschbaren Gegnern von Bray Wyatt. Als Finn Balor jetzt die Musik erschien, muss ich erstmal sagen, war ich erstmal sehr positiv gestimmt, denn man hat dieses blödes Intro, was man mal irgendwann vor dem Theme von Baylor geschaltet hat, wieder zu dem alten gemacht. Und ich hatte so minimale Hoffnung, so kommt der jetzt als Demon raus. Ja, kam er leider nicht. Es gab diese Mind Games. Auf einmal stand er hinter Bray Wyatt. Bray Wyatt hat es natürlich mitbekommen. Trotzdem, ja, als er ihn an die Schulter gegriffen hat, gab es den Pele-Kick. Paar nette Mind Games, aber wir werden jetzt noch einige mehr sehen. Aber als ich vor einem Jahr an einen Finn Balor dachte und dachte, boah, guck mal, wir haben auch einen Bray Wyatt, wenn die mal irgendwann gegeneinander fehden. Ah, das wird richtig, richtig krass werden. Oh, da muss noch einiges passieren. Das Problem an der Sache ist, bis zum SummerSlam ist nicht mehr lang. Und dass die Fehde bis dahin noch richtig an Speed aufnimmt, ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Ja, ich weiß nicht, also gibt mir auch noch nicht viel. Ich hab mir immer, also bevor Finn Balor auch ins Main Roster gekommen ist, da war auch Bray Wyatt noch so hot und da habe ich immer in den Videos gesagt, ja, und wenn Finn Balor da mal ins Main Roster kommt, ein Traummatch gegen Bray Wyatt, das wäre so krass mit den mysteriösen Charakteren, aber es ist halt aktuell so, dass beide so ein bisschen, bei beiden ist so die Luft raus und dann verliert halt auch dieses Fehdenprogramm so ein bisschen an Potenzial, ist halt schade. Aber mal sehen, was daraus wird jetzt Richtung SummerSlam. Ein cooles Match kann man sich auf jeden Fall von den beiden, denke ich, trotzdem erwarten. Ist auch auf jeden Fall ein Statement, dass die auf die Card kommen, obwohl es um nichts geht, weil wir haben so viele Titel, um die es beim SummerSlam geht. Das ist ein normales Singles-Match. Vielleicht auch nur mit einer Stipulation eigentlich was, ja, Spezielles sein sollte. Ja, Dein es wäre Lieb. auch sehr traurig, wenn man einen Finn Balor im Kader hat, wenn der nicht auf die SummerSlam-Card kommen würde. Dein Liebling Elias war back und
Er hat dieses Mal nicht gefragt, who wants to walk with Elias Samson, sondern nur mit Elias. Ein Konzert, das er hier gegeben hat. Kalisto hat ihn unterbrochen. Es gab den Drift Away Finisher im Match darauf. Und ja, der Elias hat das Match gewonnen. Der macht sich so langsam, Björnstad. Hast auch dieses Konzert wieder genossen, obwohl er eben jetzt anders heißt, obwohl sein Nachname gestrichen wurde. Dieses Schicksal hatte er auch ein Biggie Antonio Langston. Cesaro. Antonio Cesaro, falls ich mich noch erinnern sollte, dass der auch mal einen Vornamen hatte und so. Genau, bei ihm wurde der Vorname gestrichen, bei Big E Langston der Nachname, genau wie bei Elias Samson. Findest du das gut oder schlecht? Ja, stell mal vor, in Alberto Del Rio würde es nur noch als Alberto rauskommen. Wie Oder bescheuert Bertel? wäre. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Ich meine, Vince begründet das ja damit, dass die Fans ja zu doof wären, sich den kompletten Namen Elias Samson zu merken. Da muss ich aber sagen, vielen, vielen Dank, Vince McMahon, dass du uns doch so viel zutraust und dass du glaubst, dass wir es nur schaffen, uns einen Namen zu merken und einen Doppelnamen auf gar keinen Fall in unserem Hirn irgendwie Platz hat. Danke, dass du uns so viel zu wirklich zutraust. Das ist wirklich sehr nett von dir, dass du deine Fans so quasi beleidigt und in den Arsch trittst. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also weder bei einem Antonio Cesaro, wir hatten so viele Fälle ja schon, das ist. Ich verstehe es nicht. Und Elias Samson ist für mich Elias Samson. Und das passt auch viel besser als einfach nur Elias. Was ist das denn? Was ist denn das für ein Name? Also, so als Single stehender zu haben oder so. Das Naja, ist also doch. ich denke nicht unbedingt, dass es jetzt der Grund ist, dass Vince sagt, okay, die Leute können sich das nicht merken, weil wie viele Doppelnamen gibt's dann? Dann müsste ja Ja, auch warte mal Alexa ab. Bliss nur Bliss heißen und Shinsuke Ja, Nakamura nur Nakamura. Boy heißt auch bald nur Boy. Warte ab. Wenn die Wild Family vorbei ist, dann wird auch das Boy gestrichen. Ach Quatsch, die ist doch schon vorbei. Nee, warte mal ab. Also, das ist ja eigentlich die Begründung, was man immer wieder so liest und was man auch vom Wrestling Observer so hört und sowas halt, geht es halt darum, dass es wohl für die Fans einprägender wäre, einen einzelnen Namen zu haben als einen Es ist auch Doppelnamen. einprägsamer. Und ich denke, also man hat halt keine. Elias, Ops und Elias ist aber doch nicht. Also, wo ist der Unterschied, ob ich jetzt mir Elias oder Elias Samson merken muss? Elias Samson, das kann ich wenigstens noch irgendwie einzeln stellen, weil es kann ja auch mal sein, dass mal irgendwann ein zweiter Elias vorbeikommt, oder? Genau, es gibt halt, ich habe auch hier nochmal die WWE Roster-Page aufgemacht. Es gibt keinen Elias in der Vergangenheit von WWE und deswegen ist es halt machbar, dass man den jetzt hier so nimmt. Und wenn es einen zweiten Elias geben sollte, dann hätte der natürlich seinen Nachnamen. Das wäre Pflicht, aber habe jetzt nichts dagegen, dass man das so einprägsamer gestaltet. Ist aber auch scheißegal, wie fandst du denn das Segment hier und das Match Kalisto gegen Elias? Naja, ich finde auf jeden Fall Elias Samson, ich nenne ihn weiter so, ich sage ja auch noch ab und zu Big E Langston und sowas halt oder Antonio Cesaro, von daher bleibe ich einfach dabei. Ich finde ihn anscheinend interessanter als der Rest dieser Welt, weil wenn man sich auch mal wieder angehört hat oder eher gesagt nicht gehört hat, wie die Halle reagiert hat, denn das war ja wirklich, man hätte eine Stecknadel fallen hören lassen können, wie auch immer, und CM Punk Chance und allen drum und dran. Ja, der zieht wohl nicht so richtig beim WWE-Universum. Mir gefällt er ja eigentlich relativ gut. Also wenn ich das zum Beispiel mit einem Big Cass vergleiche oder sowas halt, sehe ich halt viel, viel mehr Potenzial in ihm. Aber naja, er durfte hier ein bisschen Kalisto durch die Gegend schubsen und am Ende auch den Sieg einsacken. Allerdings, wenn man halt wirklich gar keine Reaktion sieht, dann muss man natürlich sagen, wird es natürlich schwer mit der Karriere. Ja, definitiv. Ich fand aber, also die Reaktion fand ich gar nicht so verkehrt. Das Problem Was? ist halt, dass es. Was? Bitte? Wie, du fandst sie nicht verkehrt? Freust dich, wenn das Publikum still und leise ist, ja? Naja, so leise kamen sie mir jetzt gar nicht vor, muss ich sagen. Guckst du Vielleicht nicht habe ich auch an? nicht groß drauf geachtet, vielleicht soll ich mir das nochmal anhören. Sieh doch mal an. Das Ding ist halt, dass es bei ihm jetzt immer so ein bisschen. Who wants to walk with Elias ist und dann weiß sowieso jeder, was passiert. Er spielt kurz 20, 30 Sekunden, vielleicht noch mal länger seinen Song da, singt ein bisschen rum und dann wird er von einem Face unterbrochen. Das war halt bisher immer das Gleiche und ich denke, die Leute, die gewöhnen sich halt an und deswegen ist es nichts mehr Spezielles. Aber ich denke, irgendwann kommt man da ja auch wieder raus aus diesem vorgegebenen Konstrukt und irgendwann macht er ja auch was anderes zum Glück. Man hat halt jetzt die Tatsache, dass das immer weniger funktioniert und wird man halt klassisch WWE-Style noch ein bisschen ausreizen, dann wird man neue Strukturen für ihn entwickeln.
Man muss halt auch sagen, dieses Gitarren-Heel von wegen ich singe und gebe ein Konzert, here we go, yeehaw, das funktioniert halt nicht, wenn es immer wieder das gleiche ist und dann dich ein Face unterbricht, sondern brauchst halt schon Variation. Aber ich denke, das kommt auch. Also, Elias, der ist ja top. Lass den mal feiern. Ich dachte ja erst, er wird ein absoluter Jobber im Main Roster. Mittlerweile scheint man den ja so ein bisschen aufzubauen. Ja, ich habe auch eigentlich Hoffnung in ihn reingelegt. Allerdings, wenn ich die Zuschauerreaktion sehe und auch die Internetmeinungen und sowas über ihn lese, glaube ich, dass er es wahrscheinlich dann, wenn der WWE doch relativ schwer haben wird. Aber da sind halt die Geschmäcker auch unterschiedlich, ne? Ach Quatsch. Gib dem mal Zeit, dem Jungen. Der ist, der soll da mal sein Ding machen dürfen. Finde ich. Bayley gegen Nia Jax gab's. Es gab ein Countout-Finish. Alexa Bliss war nämlich mit am Start. Bayley hat sich da irgendwie noch rausgewunden, hat hier wieder ein sehr gutes Showing und bekommt quasi von Nia Jax hier nicht eine Niederlage reingedrückt, sondern gewinnt dieses Match. Was kommt da jetzt Richtung SummerSlam und was soll das überhaupt mit Bayley? Also, wenn du als gute Show bezeichnet, dass, wenn man das reine Endresultat sieht und dann sieht, oh, Bayley hat gewonnen bei DQ, dann kann man sagen, okay, ihr Show Nee, hat sich Countout war es ja. verbessert. Countout, sie hat auf jeden Fall gewonnen per Countout und dann kann man natürlich sagen, okay, das hilft ihr Showing. Wenn man sich das Match anguckt, war ja schon ganz klar, naja, die Dominierende, so wie es ja auch sein sollte. Und ja, das Finish war natürlich wieder naja, ziemlich Abfuck, wenn auf einmal eine böse, der Heel Nia Jax sich ja mehr oder weniger den Countout kassiert, weil sie sich vorher liebevoll um ihre Freundin Alexa Bliss kümmert. Was ist das für ein Storytelling? Verstehe ich nicht, sorry. Naja, sollen sie halt machen. Mich juckt es jetzt nicht so wirklich. Und ja, Bayley wird halt fürs Titelmatch aufgebaut und dann dementsprechend muss sie natürlich hier auch irgendwie den Erfolg holen und das ohne groß Naja zu schaden. Und dann habe ich lieber hier ein Countout-Finish, als dass Bayley auf einmal hier ihren Bayley-to-Bayley auspackt und naja, einfach wieder clean pennt. Man hat jetzt Nia Jax drinnen, man hat Sasha Banks drinnen. Was ist beim SummerSlam das Titelmatch? Bayley gegen Alexa, oder? Bayley gegen Alexa, bleibt das so? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, Ja? Sascha wird dann nochmals auf die Karte kommen. Letzte Woche haben wir beide noch gesagt, ja, das Ja, bleibt nicht so. es wird ein Gerumpel-Match. Ja, ich meine, das ist halt die. Also, Nein! willst du wissen, was ich sehen möchte, Ich oder will willst du. beides nicht sehen, diese Division ist so grausam! Ja, wenn es nach rein Dream geht, dann will ich natürlich Bayley gegen Sascha Banks mit einer richtig geilen Fehde vorher aufgebaut sehen. Aber das werden wir nicht bekommen. Also müssen wir von dem leben, was wir aktuell haben. Da wäre meine Lieblingskonstellation, wir bekommen ein Singles-Match zwischen Bayley und Alexa. Und Alexa gewinnt dieses sogar. Das wäre meine Lieblingskonstellation. Aber vermutlich, das, was die wahrscheinlichste Variante ist, um natürlich auch eine Sascha Banks und so weiter auf die SummerSlam-Karte zu bekommen und auch eine Nia Jax, dass wir halt ein Gerümpel-Match bekommen und hier einen Four-Way-Dance kriegen. Hype. Ein Four-Way-Dance. Sorry, ich bin in Euro-Wrestling, also ein Fatal 4-Way-Match. Ich will das nicht. Boah, ich hab gar keinen Bock da drauf. Erinnerst du dich noch ans WrestleMania-Frauenmatch? Richtig, ich auch nicht. Ich hab jetzt Also nochmal vor 2 Jahren nachgeschaut. schon, vor 2 Jahren schon. Vor 2 Jahren war auch krass, Als das Ric Flair stimmt. eingegriffen hat und so. Da erinnere ich mich noch an. Letztes Jahr jetzt nicht mehr, nee. Nee, ich meine jetzt tatsächlich an dieses Ja, Jahr. meine ich ja, meine ich ja. Das habe ich nämlich nochmal nachgeschaut. Hab mich gefragt, ja, was war denn das eigentlich für ein Match um die Raw Frauen Championship? Das ist nämlich komplett untergegangen. Bayley als Champion gegen Charlotte, Sasha Banks und Nia Jax. Bayley, Charlotte ausgetauscht gegen Alexa. richtig, das wollte ich gerade sagen. Man hat halt eine andere Blonde jetzt da drin. Aber was soll denn das? Was soll denn das? Ich will doch nicht beim SummerSlam jetzt schon wieder so ein Fatal Four Way sehen. Ich möchte das nicht. Ich weiß nicht, ob das andere Leute möchten. Ja, aber die WWE möchte halt ihre Topstars und dazu zählt halt nur mal eine Sasha Banks dazu. Die muss halt mit auf die Karten. Eine Nia Jax wird gerade aufgebaut, also muss die irgendwie mit auf die SummerSlam-Karte gepresst werden. Also wird halt ein Grumpelnetz nach dem anderen uns erwarten. Obwohl wir ja schon, weil nicht 6 Stunden Showzeit haben oder sowas halt, aber für jeden jetzt ein Singles-Match auf die Karte zu stellen, bei 70 Kaderteilnehmern oder so, wird halt schwer. Das ist ein Armutszeugnis für diese Division. Kein Bock mehr da drauf. Was soll denn Yes. das?
Ich könnte ja erstmal ganz gemein fragen, aber das würde jetzt auch wieder eine lange Diskussion auslösen. Aber ich stelle es mal vielleicht für irgendwann für die nächste Woche oder kannst du auch gerne mal ein Video rausmachen oder sowas halt. Aber kannst du mir mal verraten, was sich seit der Divas Revolution denn so Tolles getan hat? Oha. Geändert hat. Ich Erklär's mir. wollte, ich habe mir auch gedacht, ich wollte dazu tatsächlich ein Video machen, auch bevor Ja, du wir. das gesagt hast. So ein bisschen der Aufstieg und dann der Fall, the rise and fall of the Divas Revolution oder sowas. Keine Ahnung, wie man das nennt. Aber da gibt's ja sehr, sehr viel Potenzial, was man da mal so ein bisschen erzählen kann. Definitiv. Vielleicht schreibe ich auch einen Artikel für die Power Wrestling dazu. Keine Ahnung, also irgendwie muss das auf jeden Fall mal aufgearbeitet werden, weil was aktuell da abgeht. Ich meine, guck dir doch mal die Matches an, die man beim SummerSlam jetzt hat. Naomi gegen Natalya. Double N. Was soll denn das für. Keine Ahnung, was ist denn das für ein Match? Und Alexa Bliss gegen Bayley. Alexa Bliss ist ganz cool, aber die leidet halt auch in der ganzen Division. Bayley ist absolut zerstört worden. Vielleicht kommt da noch Sasha Banks und vielleicht kommt auch noch Nia Jax rein. Das ist mal wieder ein Fatal Four-Way wie bei WrestleMania. Es juckt doch einfach keinen mehr. Was ist denn da passiert? Wir hatten letztes Jahr bei WrestleMania 32 so ein geiles Frauenmatch bei WrestleMania auf der größten Bühne, wo wirklich super viele dann gesagt haben, yo, diese Mädels haben einfach die Show gestohlen und jetzt ist halt absolut die Luft raus. Ich will auch gar nicht mehr weiter drüber reden, Jobber. Lass zum Main Event gehen. Lass zum Main Event gehen. Enzo und Gott! Cass, Ja, ich hab vergessen, kurzzeitig. Ich habe gedacht, wir reden das Main Event nochmal zu Joe, aber ist es ja gar nicht. Nee, Enzo Amore, der war im Main Event. Der hat seinen Riesen rausgeholt, seinen neuen Riesen. Oh Big Gott, das Show. klingt aber auch wieder falsch. Der hat seinen Riesen rausgeholt, also. Das mache ich nachts, aber. Junge, was? Okay. Mach weiter. Der Big Show. Es gab dieses Match gegen Cass. Ich muss erstmal wieder sammeln nach diesem Einwurf. Ja, ich hab Bilder im Kopf. Ein großer, massiver Main Event für Raw, die zwei Seven-Footers, die hier aufeinander trafen. Enzo greift ins Match ein, es gibt die Q-Finish. Cass knockt Enzo mit einem Big Boot aus und Big Show knockt Cass aus mit einem KO-Punch und steht dann oben. Das also eine weitere Paarung für den SummerSlam. Cass gegen Big Show. Wow, war das ein krasser Main Event und ein würdiger Abschluss für diese wirklich legendäre Raw-Show. Was sollte das denn? Also was? Ich meine, man kann das ja gerne machen, ja? Ich meine, wir kommen gleich mal auf Details dieses Segment gleich noch zu sprechen, weil das war nämlich auch die größte Farce, ja? Aber man kann das ja von mir aus Big Cass, Big Show und sowas machen, das ist ja vollkommen okay. Aber hat das nicht was in der Midcard zu suchen und sollte man. Also was soll das denn im Main Event? Was sollte das denn? Das Jetzt kann mal man zu ernsthaft, so vielen Sachen sagen. ich habe mich sowas von in die 90er Jahre zurückversetzt gefühlt, wo man dachte, okay, die größten und stärksten Männer, die kommen halt am Ende, ja? Aber ich meine, das Match war grauenvoll, das ganze Segment war grauenvoll, das Booking war das Bescheuertste, was man machen kann, ja? Ich meine, da kommt der liebe Big Show raus, ja? Also Enzo Amore raus mit seinem komischen Monster Big Show, ja? Und sein, also der ja auch lieb ist, sind ja beides Faces, ja? Und dann kommt der böse Big Cass raus, der ja die letzten Wochen so Enzo hintergangen hat und so weiter. Das Erste, was Big Show macht, ist erstmal vor dem Match Big Cass schon angreifen. So richtig schöner Heel-Manier, ja, dass man sagen kann, so, oh, der arme Big Cass, warum wird denn der jetzt schon vorher attackiert? Und nein, dann im Match auch noch, dass das Finish ist, weil Enzo Amore dann auch von hinten Big Cass nochmal angreift und so für das DQ sorgt, ja. Und dann vermöbeln die beiden Guten den armen Heel. Und ich hatte auf einmal Mitleid mit Big Cass. Was ist denn das für ein Booking? Was soll der Scheiß denn? Und was ist das im Main Event? Ich verstehe es nicht. Also, erklär mir bitte einen Grund, warum das im Main Event war und nicht das Match, was man eine Woche lang promotet hat, wo man eine Woche lang die Werbetrommel rührt, bei Social Medien das vorher angehypt hat und alles drum und dran. Nee, das tut man nicht im Main Event stecken, ja. Man steckt dafür Big Cass gegen Big Show. 2017, Big Show in den Main Event. Oh, ich verstehe es nicht. Weiß auch nicht, was das sollte. Kann ich dir beim besten Willen nicht sagen, Jobber. Keine Ahnung. Hatte Samoa Joe oder hatte Roman Reigns irgendwie einen Termin, dass sie abhauen mussten nach dem Match direkt oder irgendwas? Da muss es doch eine Erklärung geben, dass nicht das der Main Event so war, sondern
Dieser Unfall da. Also ich verstehe es nicht. Ja, das Booking von Enzo finde ich nach wie vor sehr kurios. Der soll ja bejubelt werden anscheinend, aber man bookt den so gar nicht, als würde man ihn anfeuern wollen. Oder anfeuern sollen, besser gesagt. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das war, Jobber. Ja, und der Böse hier wird nur hinterhältig angegriffen. Gemein. Und was soll das denn? Man soll doch kein Mitleid haben mit Big Cass, oder? Anscheinend, also, es macht halt wirklich in dieser Fehde macht schon den Eindruck, als wäre halt wirklich Cass der Geile. Und Enzo ist so die nervige Fliege, die da immer so ein bisschen rumschwirrt. So, Enzo soll einfach einsehen, dass er nichts kann. Du hast zu Recht auf Fresse bekommen von Big Cass. Fertig aus. Fehde Ende. Fehde Ende. Okay. Lass den Patreon-Teil gehen, Björn. Ja, ich glaube, wir haben auch schon. Wie lange haben wir jetzt über War geredet? Eine Stunde. Boah, können wir Spectre morgen sausen lassen, oder? Ja, lass mal sausen, ey. Jetzt gehen wir erstmal schön Patreon-exklusiv, Leute. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, wenn ihr euch wirklich immer freut, wenn wir hier jede Woche den Podcast raushauen und wenn ihr das gerne hört, dann könnt ihr auch gerne mal supporten und vielleicht mal auf Patreon vorbeischauen, wenn ihr das möchtet. Für die Hörer von Patreon gibt's jetzt eine halbe Stunde einen kleinen Extra-Teil und für die YouTube-Hörer gilt, wir hören uns gleich bei der Smackdown-Besprechung. Eine halbe Stunde Extra-Teil mit einigen privaten Themen gibt's jetzt für alle Patreon-Hörer. Wollt ihr diesen Podcast unterstützen? Dann habt ihr auf Patreon die Möglichkeit dazu. Für euren Support geben wir gerne was zurück. Ihr bekommt die Podcasts schon früher als in der YouTube-Fassung direkt nach der Aufnahme und ohne Werbeeinblendungen wie diese hier. Ihr bekommt Q&A-Shows mit Fragen ausgewählt aus der Patreon-Kommentarsektion und ihr bekommt jede Woche eine halbe Stunde den Extra-Teil in der Raw vs. Smackdown-Besprechung. Der Link zu Patreon ist in der Videobeschreibung, PayPal oder Kreditkarte. Das sind die akzeptierten Zahlungsmöglichkeiten. Ähnlich ist das auch bei der Patreon-App. Mit der Patreon-App habt ihr dann noch mehr Features. Ihr könnt die Podcasts mobil hören, könnt auch über die App natürlich selbst in die Kommentarsektion schreiben und so weiter und so fort. Ihr wollt wrestlingmäßig immer auf dem neuesten Stand bleiben? Dann abonniert meinen Zweitkanal Wrestling News Deutschland. Fast täglich kommen hier News von mir oder meinem Kollegen Tobi. Eine kleine Kaufempfehlung: Power Wrestling, Deutschlands großes Wrestling-Magazin. Jeden Monat veröffentlichen wir zum Monatsende ein neues Magazin zum Thema Wrestling. Zu erwerben ist die Zeitschrift online oder am Bahnhofsbuchhandel, einigen Kiosks in der Sportabteilung einfach da nachschauen. Weitere Infos auf www.power-wrestling.de. Bleibt auf dem Laufenden, was meine Person angeht, wenn ihr möchtet, auf Twitter @perkixwwe, auf Instagram jg-lifestyle und auch auf Facebook vertreten perkixwwe 2k1x. Alles auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. PerkixWWE, Twitter, JG-Lifestyle auf Instagram und PerkixWWE nochmal 2K1X auf Facebook. Vielen Dank und jetzt geht's weiter mit der Smackdown-Besprechung. Wir sind zurück mit Smackdown. Björn und ich haben Smackdown gesehen und wir haben auch gesehen, wie die dieswöchige Smackdown-Ausgabe nicht von einer standardmäßigen WWE-Langweile pur Anfangspromo eröffnet wurde, sondern es war tatsächlich ein United States Champion-Titel-Match. Als Opener Kevin Owens gegen AJ Styles, das sind beides absolute Könner, das hat man hier auch wieder gesehen. Es gab aber auch wieder einen Ref-Bump, wie bei Battleground. An diesen Pay-Per-View möchte ich mich aber nicht groß zurückerinnern. Auf jeden Fall ging das Cover von AJ durch, obwohl der Ringrichter eben so ein bisschen benommen war, das Ganze nicht so gerallt hat, was da abging. Kevin Owens hatte klar die Schulter oben, der Ref hat das nicht gesehen. War also im Endeffekt keine faire Entscheidung. Owens hat sich dann auch Backstage richtig aufgeregt, randaliert, schreit Shane und Brian an in einem sehr, sehr coolen Segment. Also ich fand auch diese Frustration von Owens hat er sehr gut rübergebracht. Ja, und es kommt so, wie ich es die letzten Wochen predicted habe, glaube ich. Und zwar, dass es ein Shane gegen KO-Match geben wird. Hype. Schluck erstmal runter, ja, Jobber, ist alles in Ordnung. Du übersteuerst auch gerade wieder heftig. Was ist denn eigentlich los bei dir? Also, übersteuern kann ich immer nichts. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Skype regelt das Mikrofon automatisch. Da musste ich bei der Skype-Software beschweren. Scheiß Skype. Go for it. Übersteuere ich immer noch? Nee, ne? Nee, passt. Easy. Okay. Also erstmal muss ich sagen, mal mega erfrischend, dass eine Wrestling-Show mit Wrestling beginnt.
Das war einfach, gut. Ich habe eigentlich gedacht, so, habe ich irgendwie die ersten 5 Minuten der Show verpasst. Wo war das Opening-Segment? Und ich ging direkt mit Wrestling los und das war richtig, richtig gut. Ich war direkt drin und das Match war jetzt nicht das Allerbeste, was die beiden mit hätten abrufen können. Aber auch hier hat man wieder einfach gesehen, genauso wie bei den letzten Male schon, dass sie sich vielleicht auch das ein oder andere dann vielleicht für den SummerSlam aufheben werden. Denn das Match werden wir jetzt beim SummerSlam nochmal kriegen mit Special Guest Referee Shane McMahon. Ja, ich befürchte das genauso wie du, dass man da wahrscheinlich dann eine Story aufbaut und dann wieder ein Shane gegen Kevin Owens wahrscheinlich irgendwie Richtung WrestleMania dann nochmal sehen werden oder so. Ich hoffe es ja irgendwie ehrlich gesagt nicht. Aber naja, ich meine, das Ende kann man natürlich dann so machen. Ich meine, Kevin Owens hat sich wirklich die Mühe gegeben, dass auch wirklich jeder mitbekommt, dass die Schulter oben war. Und naja, war aber sonst ganz gut. Also ich muss sagen, ich fand es wirklich erfrischend, einfach mal mit Wrestling anzufangen und das war doch sehr erfrischender Start in die Show. Also beim SummerSlam ist es ja jetzt so, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es gibt dieses Special Guest Referee Match. Das heißt, Shane McMahon ist als Special Guest Referee beim Korrekt. Match AJ Styles gegen Kevin Owens. Hast du das schon gelesen? Das habe ich nicht gelesen, das habe ich in den Backstage mitbekommen. Das war ja direkt nach dem Match. Okay, da habe ich es nämlich nicht mitbekommen. Ich habe es dann erst im Nachhinein auf Twitter gecheckt. Auf jeden Fall, wie auch immer, wird man diese Fehde Owens gegen Shane wahrscheinlich auch irgendwie dann aufbauen und bei der Survivor Series vielleicht ein großes Match geben. Keine Ahnung, kann man ja durchaus einiges machen und finde ich auch nicht verkehrt, weil Shane McMahon ja durchaus auch Star Power hat, das darf man nicht vergessen und ein Kevin Owens durchaus von so einem Sieg profitieren könnte. Man hat das Ähnliche mit AJ Styles gemacht und das hat er bei WrestleMania auch ganz gut hingehauen. Ja, also hat meine Prophetie, meine Prophezeiung von letzter Woche ist quasi genauso eingetroffen, genau wie unsere Analyse, die wir vor einigen Wochen bei 7 Days getroffen haben. Da haben wir nämlich analysiert, das Pay-Per-View-Konzept gilt bei WWE als gescheitert. Einige Tage später kommt der Wrestling Observer zum gleichen Schluss und es gibt News auf sämtlichen Plattformen dafür. Also allgemein sind wir absolute Vorreiter. Checkt mal 7 Days aus. Sowieso ein absolutes Top-Format, Leute. Da müsst ihr auf jeden Fall mal reinschneien. So! Und die Usos, die hauen eine New Day-Promo raus, Feel the Power, die verarschen sie und sagen, Usos rock. Was hast du dazu? Also erstmal muss ich sagen, dass das extrem gut gemacht war, denn so die ersten 10 Sekunden habe ich den Unterschied zwischen Uso und New Day nicht gehört. Aus der Stimme heraus, als die Ansage kam. Nee, war gut gemacht. Das war ganz gut. Die Promo wirkte ein bisschen komisch, weil sie die ganze Zeit so Richtung Ring guckten, wo aber keine Sau war. Sie kamen halt so da so langsam rausstutziert, hielten ihre Promo ab und starten dabei immer Richtung Ring. Und ich dachte mal, wer ist denn da? Ist da überhaupt irgendjemand? Und dann ging sie halt wieder Backstage und dann war die Sache wieder erledigt. Vielleicht hätte es als Backstage-Segment besser gewirkt oder so, weiß ich nicht. So wirkte es komisch. Ja, ich glaube, sie haben halt darauf geachtet, dass sie irgendwie mit der Kamera arbeiten und das irgendwie so machen, wie sie es sonst immer machen, bloß dass es halt dieses Mal niemand im Ring gab, mit dem sie irgendwie einen Blickaustausch hatten oder sowas. Also ganz, ganz komisch. Keine Ahnung. Ja, sie haben aber irgendwie nicht mit der Halle interagiert, sondern halt wirklich, als ob ob sie mit jemandem interagieren würden, der im Ring stehen würde. Und das wirkte halt Richtig. sehr merkwürdig irgendwie. Also. Ja, war ja auch im Endeffekt kein großes Segment diese Woche. New Day sind rausgeschrieben worden. Letzte Woche wurden die attackiert. Das zählen sie halt jetzt. Jetzt haben wir Usos, die hier eine Promo gehalten haben, das einfach kurz weiterführen. Die Usos, die sind richtig, richtig stark gerade. Es gefällt mir super, was die da machen. Auch wenn sie halt in komische Richtungen gucken. Aber das macht ja Shawn Michaels auch. Der hat sein eines Auge auch nicht mehr so unter Kontrolle. Ist ja kein Problem. Einer der besten und effektivsten Heel-Turns, die wir die letzte Zeit bekommen haben. Und auch glaubwürdig einfach, wie sie es rüberbringen. Absolut korrekt. Aiden English hat gesungen. Nicht so schön wie Elias Samson, aber er hat trotzdem gesungen. Hatte dann auch ein Match gegen Sami Zayn und hat das mit einem Einroller aus dem Nichts gewonnen. What the fuck? Und danach war auch noch Mike Kanellis da und seine Frau Maria. Was war das denn für ein Segment, Jobber? Das war ja so komisch. Das war ein WTF-Moment nach dem anderen. Also ich verstehe das gar nicht. Ich hab doch erst vor 2, 3 Tagen irgendwie gehört, dass doch angeblich Sami Zayn vor dem Main Event Push steht. Ob dann so eine Niederlage, eine clean Niederlage gegen Aiden English dann das Beste ist, weiß ich jetzt nicht so unbedingt. Naja, ist natürlich einfach sehr, sehr traurig. Ne? Also ich meine, wenn du selbst als Sami Zayn dich ein 50-50-Booking gegen ja, jemanden wie Aiden English aussetzen musst, dann weißt du, was die Company auf dich hält. Und wenn dann halt ja, die beiden Vögel da rauskommen, ja, und
Die dann auch noch erzählen, so, hey, Power of Love, und wir finden es total lustig, dass du verloren hast. Ja, und? Ich meine, die Vögel haben letzte Woche noch gegen Sami Zayn verloren und die verlieren eh alle untereinander gegeneinander, das sind alles die Mega-Geeks und was soll dieses Gimmick überhaupt? Das ist so schlecht. Also, das war wirklich der Abfuck von SmackDown, muss ich ganz klar sagen. Also, sonst war das echt eine super unterhaltsame Show, aber ja, der Taxler tut mir echt mittlerweile leid. Aiden English brauche ich nicht und ja, Mike Kanellis und Maria, da ist Hopfen und Malz verloren, also. Ja, ich denke auch Mike Kanellis. Der ist jetzt ein Jahr oder so da, Enhancement Style, und dann haut er wieder ab. Vielleicht steigt Maria mal in den Ring, das kann ich mir auch vorstellen, aber Aber was ist das denn für ein Gimmick? Ich meine, die sind die absoluten Loser, die haben noch nicht ein einziges Match irgendwie gewonnen oder so groß, ja? Also haben jetzt auch gegen Sami Zayn beim Pay-Per-View ganz klar und easy verloren, obwohl sie da Eingriffe hatten und kommen dann raus und erzählen, ja, wir freuen uns, dass du verloren hast und ja, Power of Love. Was ist denn das? ja, das sind halt absolute Freaks, genau wie du es gesagt hast. Genau wie du es gesagt hast. Das ist halt einfach, keine Ahnung. Man soll sich genau diese Gedanken machen. Was soll das? Ich glaube, das ist die Intention bei WWE. Was soll diese Power of Love Sache? Und ich denke, man will diese Fragezeichen auslösen. Also ich meine, wenn das die Power of Love ist, dann weiß ich, warum ich Single bin. Das auf jeden Fall dazu. Ist Becky Lynch eigentlich auch Single? Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt 2, 3 Tage nicht mit ihr telefoniert. Ach so, okay. Aber Lynch und Björnster, die sind natürlich in regem Kontakt. Nicht nur am Telefon. Becky Lynch und Naomi, die hatten ein Tag Team Match gegen Natalya und Carmella. Die Face Mädels gewinnen und Carmella tappt die Miss Money in the Bank. Verliert hier also quasi. Ja, und sieht ziemlich dumm aus. Ich meine, Carmella hat ja diese Niederlage ganz klar selbst verursacht, denn eigentlich hatte Natalya eigentlich alles richtig im Griff und dann hat Carmella sich ja mehr oder weniger selber eingetaggt und dann gab es dieses Submission-Duell und ja, dann musste die gute Carmella ganz schnell tappen und sah dabei nicht sehr, sehr gut aus und ich meine, die Darstellung von Money in the Bank-Trägern auf der männlichen Seite kennen wir ja schon. Bei der weiblichen Seite macht man es anscheinend genauso. Ich meine, Carmella wirkt einfach mit dem Koffer viel, viel größer, als sie vorher wirkt, ja. Das muss man wirklich positiv herausstechen. Aber alles, was natürlich dann ihre direkten Booking-Entscheidungen, was Matches angeht und sowas halt, um sie auch zukünftig eventuell auf einen Titel-Run vorzubereiten, glaubwürdigen Titel-Runs vorzubereiten, hilft das natürlich alles überhaupt nicht. Und naja. Da muss man wirklich echt hoffen. Also für Carmella muss man wirklich beten, dass sie erfolgreich eincashen darf. Ja, mehr brauche ich, Ja, glaube ich, dazu nicht dazu sagen. okay. Das war auch nichts, wo man groß drüber reden kann, glaube ich. Einfach ein Frauendivisions-Tag-Team-Kampf, den wir hier gesehen haben. Jetzt Ich meine, gehen wir selbst ein Baron Corbin, ja, ich meine, das ist ja das männliche Pendant, was wir aktuell haben, verliert zwar seine Match, das sieht aber wenigstens nicht ganz so dämlich dabei aus, halt so. Und das ist, glaube ich, für einen späteren Cash-In nicht ganz so unwichtig. ob Carmella erfolgreich eincasht oder nicht, da bin ich mir sowieso nicht so ganz sicher. Weil sowohl Corbin als auch Carmella sind in meinen Augen noch nicht ready für den Titel. Ich weiß, bei Corbin sagst du immer, ja, der ist top, aber so top ist der nicht, Jobber. Ja, er kommt, also er wird nicht so top angenommen, aber ich finde schon, dass er mehr hat als dein Kandidat Big Cass. Auch wenn Big Cass diese Woche im Main Event stand. Lass Colin. So, wir gehen zu den zwei großen Highlights. Ich liebe, also dieser Name Colin, ne? Den sagt auch kein Mensch mehr, aber ich liebe ihn einfach, deswegen sage ich ihn noch. Falls ihr euch jetzt wundert. Können wir? SmackDown, da gab es zwei Highlights und das sind die Punkte, die wir jetzt noch besprechen. Wir sind bisher durch die Show gerusht, aber darüber kann man jetzt echt mal reden. Rusev gegen Chad Gable gab es. Eine ganz nice Paarung in meinen Augen. Gable hat hier auch mal wieder gezeigt, dass er es im Ring einfach absolut drauf hat. Rusev, der hatte so seine Schwierigkeiten, gewinnt aber trotzdem, holt sich einen Sieg. Wie fandst du Gable in diesem Match? Ich fand die Darstellung sehr, sehr gut. Man hat halt quasi gezeigt, dass der Kleine den Großen zumindest ein Bein stellen kann und kurz davor ist, vielleicht auch einen Sieg gegen Rusev erringen zu können. Und das war richtig, richtig gut. Allerdings frage ich dich, wenn du das Match dir anguckst, ne? Einfach nur, wie ein Chad Gable im Ring agiert, was für einen Finishing-Move er nutzt und so weiter. Da frage ich mich ja doch, ob dann vielleicht Kurt Angle vielleicht nicht doch den falschen Sohn gewählt hat. Ja,
Es ist einfach kurios. Es ist einfach super strange. Schon richtig. Aber ich meine, American Alpha, die waren ja sowieso, die sind ja in einem Tag-Team auch durch diese ähnlichen Aktionen gewachsen. Und wenn man sich die Ring-Aktionen anschaut, würde ich dir absolut zustimmen, dass ein Chad Gable viel eher an einem Kurt Angle dran als ein Jason Jordan. Aber in Jason Jordan sieht eben die WWE aktuell den größeren Star. Mitunter wahrscheinlich auch wegen seines Körperbaus und von daher machen sie ihn halt in dieser Rolle jetzt zu einem vorerst größeren Star, kann ich mir vorstellen. Obwohl im Ring definitiv ein Chad Gable ein authentischerer Angle-Sohn wäre. Ja, da kann ich nur zustimmen. Ich sehe auch in Chad Gable einfach mehr ein. Nein, was sieht das charismatische aus? Chad Gable sieht für mich so irgendwie so aus. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen hinkt, aber wie so ein junger Shawn Michaels in Anführungszeichen, ja. Also auch so vom Look her und so. Und also mir gefällt das irgendwie. Und wenn du den jetzt noch, stell dir mal einfach Chad Gable 10 Jahre älter vor. Mit so ein bisschen, ja, wenn man älter wird. Die Männer reifen ja auch dabei halt noch und sehen dann meistens halt noch mal ein bisschen böse aus. Und also ich kann Bei mir dir schon, ist das auch ersichtlich. bei mir ist das auch ersichtlich. Also umso älter ich werde, umso reifer werde ich, umso schöner werde ich auch. Das muss man ja auch mal dazu sagen, ne? Also nee, also ich glaube schon, dass da, also in Chad Gable sehe ich halt einfach viel, viel mehr in der Zukunft als halt in Jason Jordan. Aber das Thema habe ich ja schon bei War angesprochen. Ansonsten hier hat er natürlich eine ganz nette Darstellung bekommen, aber Rusev brauchte auch den Sieg, muss man auch mal dazu sagen. Was natürlich danach passiert ist, finde ich viel, viel schlimmer. Schlimmer, okay. Ja, das finde ich wirklich schlimm, weil das ist halt, Rusev, pass das auf. ist halt boring as fuck. Bowing ist das? Das Rusev ist hat eine boring as Promo fuck. gehalten und hat gesagt, er wünscht sich endlich einen würdigen Gegner. Und dann kam Randy Orton raus. Die Viper hat sich rausgeschlängelt. Der RKO geht durch. Beim SummerSlam kommt das Match der beiden. Wieso ist das denn Bowing? Ja, was ist das denn bitte? Ich meine, was? Wir haben dort den Loser, der Loser, der es nicht geschafft hat, gegen so einen Inder durchzusetzen, der größte Jobber der WWE-Geschichte ist, ja? Gegen den Loser, der gegen den Amerikaner verloren hat, gegen den amerikanischen Hero. Und ja, weil die beide gerade nichts Besseres zu tun haben, kommen die halt raus und sagen: Ey, du brauchst einen Gegner, ich hau dir auf die Fresse. Ja, gut, hau uns auf die Fresse, okay, bum, bum. Storytelling WWE. Das ist doch sowas von langweilig. Und wer möchte Randy Orton gegen Rusev sehen? Und jetzt muss ich Rusev für Randy Orton wieder hinlegen. Und ach, das hören wir doch einfach auf. Kann man Randy Orton nicht einfach irgendwie zu Impact abschieben oder so? Nur um das klarzustellen, du findest Randy Orton ist einer der größten Jobber der WWE-Geschichte? Nein. Bitte? Die Orton hat gegen den größten Jobber der WWE-Geschichte, gegen den Inder, halt Ach dreimal so, verloren. dann habe ich das jetzt falsch Es gilt verstanden. als, gilt als, geht quasi, es ist ein Loser, ja. Und Rusev ist ja aktuell auch der Loser, gerade nach dem Niederlage gegen Cena. Und ja, weil sie beide nichts zu tun haben, kommt dann Randy Orton sagt raus und ja, komm, lass das Fresse auch noch machen, war bum bum. Das ist Storytelling Naja. WWE. Also die Einführung der Fehde ist tatsächlich nicht sonderlich kreativ gewesen, aber ich finde eigentlich die Ansetzung Rusev gegen Randall, das hat schon was. Also ich fände das im Ring sicherlich eine interessante Ansetzung und ich denke nicht, dass ein Randy Orton sich hier durchsetzen wird. Ich glaube schon, dass man hier mal Rusev wieder einen Sieg geben wird, weil wenn nicht, dann kann man es ja sowieso mit ihm vergessen, aber kann mir schon vorstellen, dass man Rusev dadurch jetzt wieder so ein Jetzt werd mal bisschen. wach. Jetzt werd mal wach. Ich meine, du musst ja Randy Orton jetzt irgendwie auch, also zumindest wenn du ihn nicht komplett begraben willst, musst du Randy Orton ja irgendwann auch mal wieder einen gescheiten Fädensieg geben. Ja, ich meine, denk mal an Randy Ortons letzte Zeit zurück. Ja, der hat ja nur Crap-Scheiße wresteln müssen, ob es jetzt bei WrestleMania war mit diesem Maden-Match, ob es das House of Horrors-Match war. Er hat ja auch dann dazu auch noch quasi eigentlich alles verloren und auch jetzt gegen Jinder Mahal und so. Und das kannst du nicht. Also, wenn jetzt auch noch gegen Rusev verlieren lässt, dann ist er nicht nur boring, dann ist er auch in der Midcard angekommen. Und von daher, das glaube ich, wird die WWE nicht machen. Und ich glaube schon, dass Rusev sich hier für Randy Orton hinlegen darf. Dann ist er nicht nur, also er ist ja gerade schon in der Midcard, aber ist er nicht nur boring, sondern auch buried. Naja, aber So kann man es sagen, ja. Aber deine, also ich muss dir da den Zahn ziehen, also. Deine Fantasie, die du hast, dass da ein Rusev jetzt sich in der Fehde durchsetzt gegen Randy Orton, also
Können wir ja gerne nochmal in 3 Worten drüber reden und hier an dieser Stelle zurückspulen, aber ich glaube, da träumst du ein bisschen viel. Verlass dich auf mich. Ruru, der wird da nach oben gepusht, kann man das sehr gut vorstellen. Der ändert dann nämlich seine Nationalität. Der wird dann nämlich ja, für einen neuen Markt eingesetzt und man verändert dann sein Gimmick, dann macht man ihn zum WWE-Champion und nutzt Randy Orton hier, um ihn ein bisschen zu elevaten. Das ist So ein die. Rusev fehlt auch einfach Lana, ohne Mist. Also die beiden haben so gut zusammengepasst. Jetzt haben wir eine Lana, die nicht wresteln kann in der Frauendivision und einen Rusev, der einfach, ja, der einfach blass wirkt ohne Lana halt so ein bisschen halt so. Echt, Lana fehlt ihnen einfach. Ist wohl richtig, ja. Aber ich denke schon, dass man, wenn man Rusev hier einen Sieg geben könnte oder würde, das würde ihn schon nochmal auf eine neue Stufe dann heben. Und vielleicht schafft das dann auch ohne Lana weiterhin. Die Matchpaarung finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Randy Orton und Rusev, die können mal gerne at it gehen. Auch eine Matchpaarung, die definitiv cool ist. Shinsuke Nakamura und John Cena, das ist sogar ein Dream-Match für viele, unter anderem auch für mich gewesen. Mit wenig Aufbau gab es das hier bei SmackDown. Man hat sich wahrscheinlich einfach gedacht, ja, wie lange ist Cena noch überhaupt hier und wie lange können wir ein Cena-Nakamura-Match noch aufbauen? Vielleicht klappt das ja gar nicht mehr. Von daher hat man es jetzt hier bei SmackDown gebracht. Und das hat nicht enttäuscht. Ein starkes Match, super von beiden. Das beste Nakamura-Match seit langem und auch seit, ja, seinem Hauptkader-Debüt, ne? Ging so 12 Minuten. Jinder Mahal hat sich das Ganze von oben aus der Halle angesehen und das Finish, das war wirklich sehr, sehr stark. Es gab den, oder sollte den Doppel-AA von Cena geben beim zweiten, kontert Nakamura allerdings. Und das war ja auch das war eine sehr beängstigende Szene. Will da seinen klassischen Suplex vor dem Kinshasa durchziehen und der Gegner nimmt den ja in dem Moment immer mit einem nicht mit einem Schulterbump oder mit einem ne Bump auf den Nackenbereich, sondern also nicht mit einem German Suplex Bump quasi, sondern er überdreht sich ja der Gegner normalerweise. John Cena hat dieses German Suplex Syndrom von Brock Lesnar immer noch und wollte halt diesen Suplex auf die Schultern nehmen. Er hat sich zu weit gedreht für einen gesunden Schulterbump, wenn es das überhaupt gibt, einen gesunden Schulterbump, landet extrem übel auf dem Nacken bzw. Kopf und steckt dann einen ganz, ganz heftigen Bump ein. Eigentlich ein Wunder, dass er das so überlegt hat, würde ich mal sagen. Also Nackenmuskeln, die regeln auf jeden Fall, aber das sah ja so schlimm aus. Und Nakamura zeigt den Kinshasa. Gewinnt das Match, Cena hält seine Hand hoch, bringt ihn over. Als ich das gesehen habe, da war ich echt mal. Also da habe ich kurz die Luft eingehalten, habe mich gefragt, yo, ey, bitte steh jetzt wieder auf. Ja, also kommen wir erstmal auf diesen Spot zu sprechen mit dem Explorer Suplex. Ich weiß nicht, wer dabei jetzt Schuld hat, ja. Ich bin kein Wrestler und aber man hat ja nach dem Match gesehen, dass sich zumindest Nakamura bei Cena entschuldigt hat und Cena gesagt hat, so, nee, ist schon alles gut, nach dem Motto. Du sagst, er hat sich zu weit gedreht. Ich sag, er hat sich zu wenig gedreht. Jetzt ist natürlich die Frage, hat John Cena, weil er soll ja nicht auf der Schulter aufkommen, er soll ja eigentlich schon auf dem Rücken. Nee, Mehr nee, oder nee, 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 weniger nee, 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 den nee, Bump nee. nehmen. Doch auf den oberen Rückenbereich halt so. Nein, das ist ja ein Also, anderer Suplex. Der das ist doch ein Exploss. Nakamura. Nein, nein, nein. Der macht doch immer einen anderen Suplex. Der macht einen Suplex, wo sich der Gegner dann auf den Bauch rumdreht. Deswegen nimmt er ja auch den Gegner so und bringt ihn in so eine Rotation rein. Und deswegen hat sich Cena ja auch zu weit gedreht. Das war ja das Problem. Das sollte ja kein normaler Exploder auf die Schultergegend sein, sondern Nakamura bringt den ja immer anders. Der überdreht ja den Gegner, dass er dann auf dem Bauch landet. Okay, dann muss ich sagen, dann muss ich bei Nakamura drauf mal achten. Ich gehe halt jetzt erstmal von normalen Explorer Suplex aus und der sollte ja schon auf dem Rücken landen, mehr oder weniger, ja. Und dann wäre einfach die Drehung zu gering gewesen. Aber als der Move kam und als er auf seinen Nacken, also mir ist da in dem Moment wirklich ein Schauer durch den Körper gegangen. Ich habe auch gedacht, Alter, was war das denn jetzt? Und ich habe echt so kurz gehofft, so, oh, hoffentlich ist dabei alles gut gegangen. Und der Ref hat es aber schnell abgeklärt. Ich habe extra drauf geachtet. Und als der Ref dann so halbwegs mit dem Kopf nickte, so nach Motto Nakamura, du lass weitermachen, dachte ich so, okay, er lebt zumindest noch, weißt du so. Und als man dann später die Wiederholung gesehen hat, auch von der Seitenansicht und so, das sieht ja ganz, Gott. ganz böse aus. Also, Puh. und da kann man einfach nur sagen, ja, da hilft ab und zu mal so ein Gin und da hilft es halt auch so einen Nacken aus wie ein Stier zu haben, ne? Denn ich bin mir ziemlich sicher, unsere Nacken beide werden einfach zersplittert in dem Moment.
Und ja, gut, dass es gut ausgegangen ist, aber ich meine, da würde ich jetzt weder Nakamura noch Cena irgendwie einen Vorwurf machen. Das passiert halt einfach nur mal. Ne? Ich meine, ist halt nur mal ein Risikosport und so ein Move kann man halt auch mal verbotschen. Wer ist es von beiden schuld war, möchte ich jetzt einfach nicht. Ich glaube tatsächlich, es war ein Fehler von beiden, beziehungsweise halt einfach ein Abspracheproblem. Cena wollte den Move anders nehmen. Vielleicht hat es Nakamura falsch kommuniziert. Er hat sich auf jeden Fall danach noch entschuldigt. Ich glaube aber jetzt nicht, dass einem von den beiden Schuld zuzurechnen ist. Richtig, richtig. Da waren wir einfach froh, dass da nichts bei Schlimmes passiert ist. Und danach gab es den Kinshasa und 1, 2, 3. Und Nakamura durfte das Ding gewinnen. Also erstmal muss ich sagen, zum Match ist natürlich eine super geile Ansetzung. Es ist natürlich dann super schade, wenn das Match hat dann in Anführungszeichen, nur, weiß ich nicht, knapp über 10 Minuten bekommt oder so. Es war auf jeden Fall relativ kurz. Und jetzt haben wir bei SmackDown das Problem, dass halt SmackDown nicht Monday Night War ist und SmackDown halt pünktlich um 4 Uhr nachts zu Ende sein muss. Und ich habe es halt live geguckt und dann siehst du halt die Uhr und siehst halt, okay, wir haben 58, das Finish muss jetzt kommen. Das war aber dann halt wirklich extrem gut gemacht, muss ich sagen. Das Finish hat mich echt richtig abgeholt, denn ich habe hier schon abgefuckt gesessen, als der zweite AA durchging und Cena quasi zu der, ihn wieder hoch den Wortrecht zum dritten hintereinander halt, habe ich schon echt gekotzt, habe gedacht, ach so, nein, ist eh keine Zeit mehr da und ja, das war's. Immerhin musste Nakamura 3 Stück einstecken, immerhin was Positives. Aber dann kommt der Konter und ja, die dementsprechende gerade angesprochene Szene mit den Kinshasa hinterher und dann 1, 2, 3, Cena bleibt liegen. Oder einmal auszukicken, vorher groß und so. Ganz ungewöhnlich. Das wirkte halt einfach abgehakt, das Match am Ende. Das muss man einfach ganz klar sagen. Das wirkte halt einfach wie beschnitten und da fehlte halt einfach eine gute, lange Mittelphase in diesem Match, um einfach Intensivität reinzubringen. Das Ende war aber einfach super, dass dann Nakamura gewinnen darf. Damit habe ich ja selber auch nicht gerechnet. Ich habe gedacht, okay, Cena macht das Ding und geht dann halt gegen Jinder. Damit haben wir wahrscheinlich fast alle gerechnet. Auch das positiv und ja, kann mich da eigentlich nicht beschweren. Jetzt werden wir Nakamura gegen Jinder Mahal bekommen. Ja, das ist. Immerhin Nakamura ist dabei. Über Jinder Mahal sprechen wir nicht. Ich glaube auch, dass Nakamura Jinder Mahal diesen Gürtel hier abnehmen darf. Vermute aber auch, dass er wahrscheinlich vielleicht sogar am gleichen Abend dann halt nicht John Cena derjenige ist, der das Opfer ist vom Cash und von Baron Corbin, sondern vielleicht Nakamura und dann es dort eine Fehde geben wird, Baron Corbin gegen Nakamura eine Zeit lang. Wo dann Nakamura sich dann vielleicht nach dem dritten, vierten Match das Ding wieder zurückholen darf. Ich denke, das wird sein, was uns in nächster Zeit erwartet und ist jetzt auch nicht so schlecht. Positiv ist schon mal, Jinder Mahal ist den Gürtel wieder los und darüber sollten wir uns hoffentlich alle freuen dann beim SummerSlam. Genau, also ich denke, das ist jetzt die Maßnahme, die auch Jinder Mahal den Titel abnehmen wird und das ist auch sehr, sehr gut, weil der zieht einfach die ganze SmackDown-Welt nach unten, wenn man es denn so nennen kann. Es gab nach der SmackDown-Episode noch in der Halle Network-exklusiv ausgestrahlt eine Attacke von Corbin. Corbin attackiert Nakamura, der Mr. Money in the Bank, der vorher nicht in der Show aufgetreten ist. John Cena verpasst aber Corbin einen AA durch den Tisch. Corbin gegen Cena gibt es also neben Nakamura gegen Mahal beim SummerSlam. Das sind die zwei großen SmackDown-Matches, die hier für den SummerSlam quasi angekündigt wurden. Finde ich nicht verkehrt. John Cena muss man auch nochmal zugutehalten, ey. Also wer irgendjemand, der sagt, ja, der kann nichts im Ring und er ist scheiße und bringt keine Talente over, der soll sich mal bitte schleichen. Was soll denn das? Der elevated Corbin mit seinem Match beim SummerSlam vermutlich und er pusht auch eine Nakamura mit dieser Niederlage, die er hier eingesteckt hat, bei SmackDown. Das ist Also, völlig in Ordnung. ich gebe dir vollkommen recht, Cena tut teilweise mittlerweile schon versuchen, auch ja, ein bisschen Ruhm von sich auf die anderen zu übertragen. Ich meine, wenn man damals zum Beispiel denkt an den ersten Sieg von Kevin Owens und so weiter, jetzt durfte Nakamura auch hier Cena clean in der Mitte des Rings einfach so besiegen. Und natürlich hebt das Nakamura. Allerdings haben wir ja auch aus Kevin Owens und so weiter gelernt, dass normalerweise irgendwann sich Cena jetzt auch die Gewinne zurückholen wird. Und ich finde es gut, dass sich Cena hier hingelegt hat für Nakamura. Das ist natürlich ein super, super Push für ihn jetzt auch auf dem Weg zum SummerSlam hin und zu dem Match zu Jinder Mahal hin. Aber dass du siehst, dass er sich jetzt auch für Baron Corbin hinlegt, also so weit würde ich jetzt aber doch noch nicht gehen. Also. Okay, naja, es ist vielleicht eine Mischung, aber Cena, den sollte man auf jeden Fall respekten. Hustle Loyalty Respect! Das ist korrekt. Die Frage ist halt,
Wer ist der Erste, der ihn zum Tappen bringt? Das ist die entscheidende Frage. Damit kommst du richtig over. Mit einem Sieg über Cena, klar, ist das immer noch sehr, super, sehr viel wert, ja, aber ich glaube, wenn er der Erste, der Cena zum Tappen bringt, das wird das Entscheidende sein. Wird genau wie der Heel-Turn von John Cena, glaube ich, nicht passieren. Das wäre schon geil, aber es würde halt diesen kompletten Never-Give-Up-Charakter zerstören. Und das, natürlich wäre es cool und natürlich, ne, Heel-Turn von Cena ist aber genau die gleiche Diskussion, glaube ich. Weiß ich nicht. Kann man mal gucken. Vielleicht wird er einfach dazu gezwungen, weil draußen seine Frau bedroht wird und wenn er nicht tappt, dann gibt es einen Nackenbruch an Dicky oder so. Ich weiß es nicht. Und deswegen tappt er dann halt, statt einzuschlafen. Keine Ahnung. Irgendwas kann man sich schon einfallen lassen. Wie auch immer, es hat hier nochmal gezeigt, wie schnell es eigentlich vorbei sein kann. Also stell dir vor, Cena hätte sich hier wirklich den Nacken gebrochen. Weit davon war er auf jeden Fall nicht entfernt. Hätte seine Karriere beenden müssen, ne, also das kann ja durchgehend passieren. Das hat der Vorfall hier bei SmackDown wieder mal gezeigt. Also, das war schon auf jeden Fall eine glückliche Sache, dass hier nichts Schlimmeres passiert ist. Allgemein zwei sehr, sehr krasse und auch in meinen Augen unterhaltsame Shows, die wir hier hatten, Raw und SmackDown. Welche Show war in deinen Augen besser, Björn? Ihr könnt natürlich wie jede Woche rechts oben abstimmen, wie ihr das Ganze seht. Ja, also ich muss auch sagen, diese Woche war wirklich relativ gute Unterhaltung und da können wir uns echt nicht beschweren. Also wenn jede Woche Show so wäre, hätten wir hier echt weniger zu jammern. Ich fand War echt relativ gut, bis die dritte Stunde angefangen hat und die dritte Stunde bei War hat alles runtergezogen und SmackDown war wirklich fast komplett durchgehend unterhaltsam. Das Einzige, was mich halt persönlich gestört hat, war die Sami Zayn-Sache und mit der Fashion Police kann ich halt nicht allzu viel anfangen. Aber ansonsten geht hier diese Woche mein Punkt an SmackDown. Das war wirklich gute, gute Wrestling-Unterhaltung. Absolut korrekt. Schreibt gerne eure Meinung rein. Ich würde auch sagen, SmackDown hat hier den Punkt verdient. Vor allem wegen dem starken Main-Event-Match. Und es war auch halt, ich denke, es war einfach emotional mitreißender, weil, wenn man sich das... Ja, auch der Opener und so war gut. Also. Ja. Wir hatten zwei starke Matches. Also da kann man echt nichts sagen. Da ging es um was. Es wurde sehr viel in Richtung SummerSlam justiert, sag ich mal. Und das kann doch richtig cool werden die nächsten Wochen. Ich freue mich mehr auf den SummerSlam nach dieser Woche als nach der letzten. Und von daher hat man hier doch in den Wochenshows, denke ich, einiges richtig gemacht. Das war's von uns zu dieser Review zu Raw und SmackDown. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Comments. Bis zur nächsten Woche spätestens. Haut rein und ciao, ciao. Reingehauen.